Ja, herzlich willkommen hier im Freiraum zu meiner ersten Lesung im Freiraum selbst. Und ich möchte heute mein Buch vorstellen, Freiwilliges Grundeinkommen statt Gewalt. Ich möchte ein paar Teile daraus vorlesen und vor allen Dingen mit euch ins Gespräch kommen, in Dialog kommen, Diskussionen, was ich so an Themen dort bearbeitet habe. Der ganze Vortrag, unser ganzes Gespräch wird aufgezeichnet. Ich bin normal der Einzige, der im Gesicht auf Kamera ist. Und wenn ihr irgendwie Beiträge habt und sagt, aber ihr wollt das später auch nicht, dass es im Video zu hören ist, dann sagt es einfach kurz mit an. Dann schneide ich es in der Nachbearbeitung entsprechend raus. Ansonsten ja, können wir einfach direkt einsteigen. Ich sage noch zwei, drei Worte zum Freiraum, weil der Freiraum ist ein Raum, der eben den Menschen möglichst schon mal die Gelegenheit geben soll, geldfrei zu leben. Das heißt, dass sie sich hier geldfrei treffen können und eben mit dem Umsonstladen Sachen tauschen können und dort dann ja, einfach gegenseitig mit Menschen in Kontakt kommen, ohne dass man irgendwelche Konsumnotwendigkeiten hätte. Umgekehrt ist natürlich der Freiraum selber jetzt nicht etwas, was ohne Geld ganz funktioniert. Das heißt, die arbeiten eher mit Spenden und da sind die Informationen da vorne. Ich habe da vorne auch nochmal Flyer hingelegt, also so Postkartenformat mit dem Titel von meinem Buch. Also wer sich das als Erinnerungsstütze noch mitnehmen möchte, kann da vorne auch gerne noch einen mitnehmen. Und ansonsten starte ich dann direkt in den ersten Teil des Buches. Das Buch ist so aufgebaut, dass so die erste Hälfte beschäftigt sich damit, was ist in unserer bestehenden Gesellschaft problematisch. Das heißt, das, was ich mit Gewalt in Verbindung bringe. Und da geht es zunächst erstmal darum, sich mit der Demokratie zu befassen und zu sagen, in welchem Umfang unser Wahlvorgang und das Setzen einer Regierung letztlich auch ein gewalttätiger Akt gegenüber uns allen ist, den wir uns gegenseitig letztlich antun. Und auch welche Folgen das hat, dass wir in dieser Staatsstruktur leben, die sehr viele Gesetze hat, mit denen sie uns Vorgaben macht, Vorschriften macht, bis dahin, zu welchen Aktivitäten wir auch eingesperrt werden dürfen. Also manche Sachen ist ziemlich klar, dass wenn wir anderen Menschen Schaden zufügen, dass das unter Strafe gestellt ist, für das wir bestraft werden können. Andere Sachen, die eigentlich den Staat selber gefährden, wo er natürlich selber wiederum Maßnahmen unternimmt, um zu verhindern, dass ihn irgendjemand in Frage stellt. Und an der Stelle möchte ich direkt im Buch dann einsteigen. Da geht es dann darum, was bedeutet das, wenn wir in dieser Welt leben, in der auf der einen Seite der Staat gewalttätige Handlungen durchführen kann, die aber dort in Ordnung sind. Also wenn er Menschen der Freiheit beraubt, ist es für den Staat in Ordnung, das zu tun, während umgekehrt er Menschen dafür bestraft, wenn sie das Gleiche tun würden und anderen Menschen ihre Freiheit nehmen ohne ihre Zustimmung. Da steige ich dann ein eben in das Thema, wie sieht eigentlich die Möglichkeit für unsere moralische Entwicklung aus, wenn wir eben mit diesem System konfrontiert sind. Das ist jetzt der erste Teil, also aus dem ersten Hauptteil Bereiche der Gewalt, Wahlen, Justiz, Wirtschaft. Und das Kapitel ist moralische Urteilsfähigkeit. Eine eindeutige Einordnung einer Handlung ist nicht möglich, weil die gleiche Handlung mal strafbar ist und mal nicht. Dringen wir zum Beispiel unerlaubt in eine Wohnung ein, können wir dafür bestraft werden. Führen wir die gleiche Handlung im Auftrag des Staates aus, als Teil der Exekutive, ist dafür keine Strafe zu erwarten. Wenn es unsere Wohnung ist, welche bewaffnete Menschen eindringen, macht es für uns dann einen Unterschied, ob die Menschen einen Auftrag des Staates im Gepäck haben oder nicht? Wird die Handlung für uns weniger gewaltsam, wenn sie vom Staat legalisiert wurde? In unserer Demokratie werden Handlungen positiv verbrämt, welche von der Regierung initiiert werden, auch wenn diese dazu führen, dass Rechte eingeschränkt und Überwachung und Kontrolle ausgeweitet werden. Am Ende hat die Judikative zu entscheiden, ob der Gesetzgeber befugt war, eine solche Einschränkung von Rechten vorzunehmen. Die juristische Normierung von Handlungen hat Folgen für unsere moralische Entwicklung. Aufgrund der moralischen Doppelstandards des Staates werden wir permanent im Doppeldenk trainiert. Welche Folgen dieses Orwellsche Verhaltenstraining für uns hat, kann daran abgelesen werden, dass wir mehrheitlich auf der vierten Stufe des Moralbewusstseins nach Kohlberg verharren. In der kognitiven Entwicklungstheorie des moralischen Urteils hat Lawrence Kohlberg unser Moralbewusstsein in sechs Stufen untergliedert. Zunächst wählen wir unsere Handlungen, um Bestrafung zu vermeiden. Erste Stufe. Und orientieren uns am Verhalten unseres Umfeldes unter Berücksichtigung unserer Interessen. Zweite Stufe. Mit der weiteren Entwicklung unserer Moral berücksichtigen wir Erwartungshaltung anderer Menschen. Dritte Stufe. Schließlich richten wir unser Handeln an gesellschaftlichen Regeln aus und sind bereit, diese zu reproduzieren, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Vierte Stufe. Um in unserer Gesellschaft zurechtzukommen, ist ein moralisches Bewusstsein, das über die vierte Stufe hinausreicht, nicht notwendig. Es genügt, sich an bestehende Gesetze zu halten. Dass wir bestehende Strukturen hinterfragen, wird gesellschaftlich nicht gefördert und ist eher unerwünscht, weil dadurch bestehende Machtverhältnisse in Frage gestellt würden. Entsprechend erreichen nur wenige Menschen eine Ebene, in welcher sie moralische Normen und nicht ausreichend begründete Regeln hinterfragen.
fünfte Stufe. Und ihre Handlung allein nach universellen und widerspruchsfreien ethischen Prinzipien auswählen, sechste Stufe. Dabei würden ethische Prinzipien, welche jedem ein selbstbestimmtes Leben zugestehen, unser Zusammenleben erleichtern, weil Menschen nicht mehr beanspruchen würden, über das Leben anderer Menschen zu bestimmen. Das soweit als Einstieg. Jetzt werde ich natürlich gleich erstmal mit euch ins Gespräch kommen. Wie ist es für euch, in diesen Strukturen zu leben und eure Vorstellung, wie würdet ihr eure Moral aktuell einschätzen? Also wo steht ihr? Sind euch Gesetze das Nonplusultra oder geht ihr über Gesetze hinaus oder stellt ihr sie auch in Frage oder wie geht ihr mit Gesetzen um? Sind sie für euch Handlungsempfehlungen oder Handlungsgebote oder Verbote? Handlungsgebote sind sie für mich noch. Kommt daher auch, weil ich hatte so von Spaziergängern letzten Treffen vor ein paar Wochen. Da waren andere, es gab ja so zum Beispiel eine Sekte, so eine Glaubensgemeinschaft, eine religiöse, die hatten, also das kam dann so durch, das jetzige Gesetz hier, der Rechtsstaat in Deutschland ist ja kein echter Rechtsstaat und Gesetze gelten nicht für uns, so die Attitüde. Und das sehe ich aber jetzt dann doch anders, also ich sehe mich dann schon noch irgendwie gebunden an das Grundgesetz und die, ja, was darauf aufbaut, weitestgehend, und so also Handlungsgebot ist dann für mich ja schon normativ, ist schon immer noch eine gewisse, ja, Rechte und Pflichten und nicht nur, ja, dann sich das raussuchen, so, was einem gerade in den Kram passt. Ich sehe mich vielleicht auch noch ganz kurz auf der fünften Stufe etwa, vielleicht in etwa, also ich weiß nicht, ob ich die sechste so erreiche, dann von diesem Colbert, sein System, das Instruktionssystem, schon etwas darüber, dass ich jetzt schon noch versuche, so ein bisschen mein eigenes ein normatives Wertebild und so Werteverständnis dann zu entwickeln und das in Rücksicht auf, ja, meine Mitmenschen auch. Weil das Interessante ist natürlich auch, ja. Auf welcher Stufe ich genau bin, kann ich nicht einschätzen. Jedoch lehne ich an sich schon so staatliche Strukturen ab, also auch die Justiz. Genauso wie Gesetze, auch wie sie gemacht sind, von wem sie gemacht sind, wie ein Produkt der Gewalt und von Klassenjustiz auch. Natürlich haben wir moralische Grundregeln miteinander, die wir uns halten, sondern auch so Grundrechte und Basic-Menschenrechte und so Sachen. Genau, aber ich sehe viele Gesetze nicht als nicht legitim, weil sie pure Gewalt ausstrahlen und immer nur in der sehr privilegierten und dominanten Art, Teil der Gesellschaft halt zugutekommen. Der ich auch oft bin, muss ich auch dazu sagen. Also ich profitiere auch oft davon, von dieser aktuellen Gesetzgebung. Und dadurch werden auch andere Menschen unterdrückt. Welche Stufe? Keine Ahnung. Genau, es ist auch nicht gar nicht so wichtig, sich in die Stufen direkt einzuordnen. Es ist nur zu überlegen, wenn ich eben handle, gucke ich dann erst, okay, ist es verboten oder erlaubt? Sprich Gesetz, vierte Stufe, Law and Order einzuhalten und sich dann, okay, jetzt würde ich zwar gerne das tun, aber da gibt es ein Verbot, dann mache ich es halt doch nicht. Oder ob ich sage, nee, das ist mir egal. Also wenn ich einem Menschen helfe, dann ist es mir vollkommen egal, ob es irgendjemand verboten hat, weil die Person braucht gerade Hilfe oder wie auch immer das dann abläuft. Oder dass ich sage, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich mit anderen Menschen umgehe oder kommuniziere, solange die andere Person damit einverstanden ist. Das heißt, dass von außen vorgegeben ist, welche Kontakte oder so erlaubt sind oder verboten sind. Weil ein Punkt, den ich zum Beispiel später ausführe, was inzwischen deutlich abgenommen hat, ganz kurz, ist ja auch zum Beispiel Homosexualität, die selbst zwischen erwachsenen Männern in Deutschland lange Zeit eben unter Strafe gestellt wurde, obwohl beide freiwillig sich darin eingestimmt haben, in dieser Form zu interagieren. Und das sind halt Entwicklungen, wir sind da schon deutlich raus, dass der Staat zumindest nicht mehr so direkt vorschreibt, aber auch die Ehe zum Beispiel für alle, die ja dann erst seit einigen Jahren geöffnet wurde, ist ja im Endeffekt in der gleichen Richtung noch gewesen, zu sagen, er gibt Privilegien für bestimmte sexuelle Orientierungen, während die anderen letztlich steuerlich zwar schon gleichgestellt wurden, aber noch nicht das gleiche Konstrukt in Anspruch nehmen durften, bis es jetzt vereinheitlicht wurde. Und das sind ja natürlich immer noch Ansätze zu sagen, hier wird sehr stark in die eigentliche Lebensführung von Menschen eingegriffen. Mit welchem Anspruch, mit welchem Hintergrund? Wie kann man das moralisch rechtfertigen, wenn man sich im Endeffekt nicht dann direkt gleich auf Religionen bezieht, die das auf ihren Kanon letztlich basieren lassen? Weil da sieht man aus meiner Sicht eine sehr starke auch Entwicklung, wo wir noch Wege hatten, uns zu säkularisieren, überhaupt von diesen dogmatischen Regeln, die aus Religionen geboren sind, in der Form, dass die uns immer noch prägen, oder ob wir uns davon auch schon gelöst haben. Er hätte für mich noch gemerkt, oftmals, wo ich ein bisschen im Zwiespalt stehe, ist zum Beispiel auch, also es gibt ja auch Gesetze, die aktiv gegen Faschismus, aktiv gegen auch wirklich Gewalt ausüben, Ideologien, aktiv auch gehandelt werden. Gleichzeitig bin ich jedoch dafür meinen, dass halt das ganze
größere, also tiefer greifendere Probleme hat und wo das halt herkommt. Aus dem Kapitalismus, aus dem ganzen, hat ein größeres System hinter sich. Und weitergehend brauchen wir halt als Gesellschaft Methoden, um damit umzugehen. Und nicht weit durch Gesetze, sondern halt keine Straflogik, sondern als gesellschaftliche Communities. Alle durch aktuell noch zwiegespalten, weil wir halt nicht da sind. Wir sind nicht da, weil wir Communities haben, dass wir sagen könnten, wir könnten jetzt einfach so jegliche Faschismus irgendwie in den Boden stampfen oder sowas. Genau, das ist auch so eine Überlegung. Solange der Staat existiert, gibt es immer die Gefahr, dass andere Interessengruppen die Macht übernehmen. Weil im Endeffekt dieses Gewaltmonopol, jemand, der oben den Ton angibt, ist die Frage, inwieweit die Strukturen unten stabil oder stark genug sind, sich beliebigen Anweisungen von oben zu verweigern. Oder ob sie dann so gewohnt sind, Befehle auszuführen, dass es letztlich, egal wer die Macht dann irgendwann übernimmt, aufgrund welcher Maßnahme auch immer. Also, dass Deutschland jetzt unbedingt einen Putsch zu erwarten hat, ist nicht bei uns der Fall. Aber wir haben es in anderen Ländern schon erlebt, wie schnell auch militärische Aktivitäten plötzlich dazu führen, eine Person auszutauschen, die dann einen ganz anderen Kanon verfolgt an dem, was legitime Befehle sind und wie mit bestimmten Interessengruppen oder Menschen dann umgegangen wird. Und deswegen ist der Staat, solange er existiert, letztlich immer eine Gefahr, dass diese Macht in Anführungszeichen in die falschen Hände gerät, weil im Endeffekt sie ist immer in den falschen Händen, weil diese Machtausübung dort ja ein Problem darstellt. Und da wäre dann auch spannend, zum Beispiel eben heute, aufgrund der gesetzlichen Verbote, die diese Verfolgung rechtfertigen für eben faschistoide Gedankengut und damit eigentlich genau das Problem machen, dadurch, dass es strafverfolgt ist, ist es für den sozialen Umgang miteinander und darauf zu reagieren immer weniger verfügbar, weil natürlich, ich schaffe damit eine Gruppe, die nur unter sich ehrlich miteinander kommuniziert. Und damit ist es auch für Außenstehende schwierig erkennbar, wie gefährlich ist diese Entwicklung. Weil im Zweifelsfall werden die uns ja nicht erzählen, was sie vorhaben, weil sie ja allein schon für bestimmte Äußerungen bestraft werden könnten. Und da ist es viel sinnvoller aus meiner Sicht, offener damit umzugehen und es nicht unter Strafe zu stellen, sondern eben den Rahmen zu öffnen, dass man überhaupt, okay, das ist deine Überzeugung und dann kann man daran arbeiten, die Überzeugung zu ändern, statt im Endeffekt einen Menschen für eine Überzeugung, die er aus welchen Gründen auch immer letztlich übernommen hat von anderen, einfach einzusperren und ihn aber eigentlich in der Überzeugung, sich weiter zu radikalisieren. Weil gerade dann bringt man ihn mit den sozusagen stärksten Meinungsführern in Kontakt und dann hat man das Problem, dass man eigentlich das Ganze nicht auflöst. Dieses Gedankengut, was dort geteilt wird, ist halt hochproblematisch dahingehend, dass jemand, der sich auch kritisch damit auseinandersetzt, immer Gefahr läuft, nicht als journalistische oder Medienarbeit genug gesehen zu werden, sondern plötzlich in eine Verbreiterrolle fällt und damit letztlich genau verfolgbar wird. Ich habe vor kurzem auch eine Dokumentation, ich glaube bei Arte lief die, da waren auch Journalisten, die darüber berichten wollten, unterwegs. Da ging es auch um Radikalisierungsgruppen, ich glaube, das hatte mit den Amokläufen zu tun. Und wo sie dann auch so weit in das Wespennest reingestochen haben, dass sie 2 Wochen später eine Durchsuchung vom Verfassungsschutz oder sowas tatsächlich vor der Tür hatten, die dann erstmal geguckt haben, okay, wer ist denn da aktiv, lass mal gucken, was ihr so an Daten ihr schon gesammelt habt und was ihr macht und so weiter, um mal abzuklopfen. Okay, und dann hatten sie auch mit einem Rechtsanwalt gesprochen und so gefragt, ja, welche Konsequenzen hatten das jetzt und so weiter, so nach dem Motto, stehen wir jetzt schon auf einer No-Fly-List, wo man dann sozusagen auch schon, also sobald man erstmal in diesen Verdachtskreis reingerutscht ist, kann das ganz viele Auswirkungen haben, die einen später erst einholen dann. Das ist sehr spannend. Ich glaube, das ist sehr unangenehm, wenn man da tatsächlich reinrutscht. Deswegen ist es halt schade, weil es schränkt einfach eine wichtige Kommunikationsebene ein, wo wir für uns, auch für die Gesellschaft, für das Miteinander, wichtig abklopfen müssen oder abklopfen können sollten, zu sagen, sind wir gesellschaftlich zusammen? Sind wir bereit, miteinander was zu machen? Oder radikalisieren wir uns gerade und eben dieses Brechen, du hast vorhin, glaube ich, Klassismus, also dieses eben unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche gefördert werden vom Staat und dass das natürlich dadurch gefördert wird, wenn diese Gruppen auch dadurch stärker separiert werden. Wenn ihr wollt, kann ich schon mal in die nächste Ebene springen, wo es dann um Freiheitsaspekt tiefer geht. Natürlich beschäftige ich mich dann jetzt erstmal in dem ersten Teil noch weiter, wie wirkt sich das Wirtschaftssystem auf uns aus, also die bestehenden Strukturen, welche Gewaltelemente begegnen uns da und auch wie trägt das Geld dazu bei, dass wir in diesen Strukturen sowohl verhaftet bleiben als auch übervorteilt werden. Das heißt, bestimmte Gruppen, eben allen voran Banken, können halt mit dem Geldsystem sehr viel besser und vorteilhafter umgehen, weil sie es halt selber schaffen dürfen, aus dem Nichts schöpfen dürfen, was dem normalen Privatbürger im Regelfall verwehrt ist, zumindest wenn es Euro angeht, weil das, wenn ich einfach hinsetze und mir meine eigenen Geldscheine malen würde, dann wird es halt unter Strafe gestellt, obwohl es letztlich nichts anderes und vielleicht sogar noch eine künstlerische Betätigung ist, als Banken da durchführen, aber da ist man halt auch sehr selektiv, wie diese einzelnen Sachen bewertet werden. Und daher jetzt sozusagen so das Ende des Übergangskapitels, wo ich mich erstmal der Freiheit widme, um zu sagen,
was ist jetzt eigentlich die Grundlage für eine Gesellschaft, die dann ohne Staat und ohne Gewalt, ohne gesetzliche oder strukturelle Gewalt auskommen soll? Weil solange wir Menschen da sind, können wir natürlich immer noch Handlungen ausführen, die gewalttätig sind, aber das heißt nicht, dass wir sie erlauben, legitimieren oder sogar legalisieren, indem wir halt Gesetze haben, die sagen, ja, an der Stelle darfst du auch Gewalt anwenden, sondern dass das etwas anders gehandhabt wird. Also aus dem Kapitel Freiheit, indem wir bei der Bewertung unserer Handlungen korrekt differenzieren, ob wir eine Handlung verantworten können und uns einigen, bevor wir unverantwortlich handeln, gewöhnen wir uns daran, unsere Handlungsfolgen besser im Blick zu behalten. Während wir kollektiv entscheiden können, auch unverantwortbare Handlungen auszuführen, gibt es darüber hinaus auch Handlungen, welche selbst mit der Zustimmung aller Menschen unzulässig bleiben. In diese Kategorie fallen Handlungen wie die gegenwärtige Nutzung der Kernspaltung, ebenso wie die Produktion und der Einsatz von Atomwaffen. Jede dieser Handlungen hat so gravierende und langfristige Folgen, dass diese nicht einmal einer zuverlässigen Folgenabschätzung zugänglich sind. Uns Menschen, deren Zustimmung für diese Handlungen eingeholt werden müsste, kann nicht einmal mitgeteilt werden, auf welche unerwünschten Folgen wir uns einstellen müssten. Ebenso kann die Zustimmung der zukünftigen Generationen nicht eingeholt werden, welche ebenso von den negativen Folgen betroffen werden. Die Kernspaltung ist nicht die einzige Technologie, deren Nutzung sich nachteilig auf folgende Generationen auswirkt. Die Emission von Treibhausgasen in einem Umfang, dass sich das Klima der Erde verändert, ebenso wie die Zerstörung unserer Umwelt und die Übernutzung von Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser, gehören in diesen Kontext der unzulässigen Handlungen, weil die unerwünschten Folgen von niemandem weder kompensiert noch rückgängig gemacht werden können. Zusammenfassend besagt unsere universelle Freiheitsdefinition also, dass wir alles tun dürfen, was wir verantworten können. Mit verantworten ist gemeint, dass wir in der Lage sind, alle unerwünschten Folgen unserer Handlungen rückgängig zu machen. Die Einschätzung, welche Folgen unerwünscht sind, liegt bei demjenigen, der von unseren Folgen betroffen ist und nicht bei uns. Ist für uns absehbar, dass wir unsere Handlungen nicht verantworten können, benötigen wir die Zustimmung aller eventuell Betroffenen. Oder wir ersuchen andere Menschen um ihre Unterstützung, sofern es uns dadurch ermöglicht wird, unsere Handlungen zu verantworten. Für diese universellen Freiheitsdefinition möchte ich den Begriff der reziproken Freiheit einführen. Diese Bezeichnung soll verdeutlichen, dass unsere Freiheitsdefinition beinhaltet, sich aufeinander zu beziehen und sich gegenseitig die gleichen Handlungsoptionen zuzugestehen. Wenn wir das Konzept der reziproken Freiheit zur Grundlage unserer Gesellschaft selbstbestimmter Menschen machen, bedeutet dies, dass wir jeden Menschen als frei und gleichwertig ansehen. Alle Menschen, welche miteinander nach dem Konzept der reziproken Freiheit leben wollen, stimmen darin überein, dass jeder Mensch selbstbestimmt leben können soll, so wie wir von jedem Menschen erwarten, dass er uns selbstbestimmt leben lässt. Soweit erstmal die Definition, so ein bisschen zu greifen, zu sagen, okay, wie ist letztlich eigentlich eine ethische, also im Endeffekt der Wert der Freiheit einzuordnen? Welche Grenzen hat die Freiheit, die wir uns selber herausnehmen, die wir uns selber zuschreiben? Weil es gibt ja keine Instanz, die sagen kann, bis hierhin und nicht weiter, außer uns selbst. Und das heißt dann, dass wir in der Interaktion miteinander auch immer wieder abwägen und selber, indem wir miteinander reden, indem wir miteinander kommunizieren, zu sagen, okay, ist es für mich in Ordnung, das, was du tust, hat jetzt für mich keine direkten Folgen, mach nur, wenn wir uns vorher unsicher sind, wenn uns klar ist, dass wir etwas tun, was niemanden jetzt wirklich belangt. Also wenn ich irgendwo spazieren gehe, wird es kaum jemanden treffen. Also da muss ich niemanden um Erlaubnis fragen. Wenn ich jetzt über einen Vorgarten rumtrample, dann ist das schon wieder was anderes, weil dann zerstöre ich etwas, was jemand anders geschaffen hat. Das heißt, wenn aus welchem Grund auch immer ich da durch muss, dann sollte ich mit dem anderen vorher sprechen. Kann ja durchaus Gründe geben. Wenn die Feuerwehr jemanden retten will, dann kann man auch konkludent davon ausgehen, okay, es ist jetzt wichtig, dass sie da erstmal die Person rausholen, als dass sie jetzt Rücksicht auf ein paar Blumen nehmen. Und dieser Abwägungsprozess ist wichtig, dass wir den internalisieren, dass wir selber bereit sind, diese Abwägung zu treffen und den nicht zu sagen, auf Recht und Gesetz, ich habe ein Recht hier drauf, hier durchzugehen, und zwar jetzt, und da hindert mich niemand dran, egal was eigentlich die aktuellen Umstände sind. Also, wie ist es für euch? Also, was versteht ihr aktuell unter eurer Freiheit und wo zieht ihr für euch Grenzen, die enger oder weiter gefasst sind, als in Gesetze aktuell Rahmen vorgeben? Spaziergänge, also mit der Corona-Maßnahmenpolitik bin ich ja einer, der dann auch auf die Straße geht. Also in Ochsenfurt habe ich ja angemeldet, vom Januar so 3-4 Mal, Januar diesen Jahres, und da gehe ich halt auf die Straße, weil ich da sehe einen Widerspruch, sag mal Kontradiktion heißt es ja einfach. Ja, so zwischen meinem Wertebild, was ich so rational und kognitiv so für mich als wahr sehe, und zwischen dem Handeln, was die Regierung so auf der anderen Seite hier empfiehlt oder vorschreibt eben, also von Lockdown bis diese ganzen anderen Maßnahmen, auch auf Masken tragen und so, wo ich jetzt nicht mit einverstanden bin einfach. Ne?
dass das auf jeden zutreffen muss, ohne dann näher auszudifferenzieren und so weiter. So. Ich glaube, das war das, was so nicht in dem Fall eben zwischen Regierung und zwischen mir, es kann aber auch zwischen mir als anderen, meinen Nachbarn, weil ich bin ja sehr tolerant eigentlich, also sage ich auch, wenn jemand mit Maske hockt, habe ich kein Problem damit, aber wenn die Regierung es versucht, mir es vorzuschreiben und es langt mir, also ich bin gestern auch im Zug gefahren nach Siegen und zurück, so 10 Stunden, da mache ich das nur mit Zähneknirschen dann mit, also wenn es mal sein muss und ich darauf hingewiesen werde, weil sonst drohen ja strafrechtliche Konten, also oder Bußgeld einfach gar nicht mehr straf, muss nicht sein. Dass ich dann auch noch dafür Ader lasse und so durch Bußgeld zahlen. Also ich sehe gerade einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Menschen, dass manche Menschen einfach darauf beharren, ihre Freiheit unbedingt gegen alle Widerstände nutzen zu müssen. Und dann gibt es wieder Menschen, denen ist eigentlich Rücksichtnahme auf ihre Mitmenschen sehr, sehr wichtig ist und die sich freiwillig zurücknehmen würden. Wie kann man das miteinander vereinbaren? Das finde ich sehr schwierig. Wie werden wir dann solche Menschen, dass wir das können, also dass wir einander die Freiheit zugestehen können und dass nicht jeder egoistisch auf seiner Freiheit beharrt. Also da sehe ich ein großes Problem, also finde ich schwierig. Probleme habe ich, und zwar, Sie haben es angesprochen mit der Kernspaltung. Wer will die Freiheit der Wissenschaft einschränken? Da weiß man vorher nicht, was rauskommt, weil die ja Neuland betreten. Und man sieht es bei der Kernspaltung mit der Atombombenproduktion, selbst mit dem Abwerfen, die ganze Welt ist gefragt worden, ob sie es haben will oder nicht. Und einige wollen es haben und machen es. Also mit einfach jemanden fragen, funktioniert nicht. Oder dann muss es doch einer verbieten. Nicht mal das funktioniert. Dann muss man die Wissenschaft von vornherein reglementieren. Wenn man das, irgendjemand müsste es ja schon wissen, das darf nicht rauskommen. Es geht ja nicht nur um die persönliche Freiheit von dem Asper jetzt mit oder ohne Maske über die Straße gehen, sondern die großen Probleme sind ja in der Richtung zu sehen und auch in der Raumforschung, in der Erdölindustrie, in der Chemieproduktion, in dem ganzen Wahnsinn, der auf dieser Erde funktioniert. Oder nicht. Oder nicht funktioniert. Oder nicht so funktioniert, wie einige sich das vorstellen. Da ist da ein großes Problem zu sehen. Naja, ich meine, für mich ist das Hauptproblem der Individualismus, der komplett kacke ist. Also wir sind halt voll im neoliberalen Freiheitsgedankenscheiß gefangen. Wo es mir nur geht, ich. Meine Pseudo-Freiheit im Endeffekt, aber wir sind halt abhängig voneinander. Heißt, unsere eigene Freiheit darf eigentlich nur so weit gehen, wie die andere Freiheit davon aufhört. Und gleichzeitig muss sie aber auch meiner Perspektive nach moralischen oder auch Gesellschaftssachen unterliegen, auch ein bisschen. Heißt, klar, sie muss, also die große Ebene muss nach basisdemokratisch sein, also auch nach delegierten Prinzipien. Aber es sollte schon natürlich auch sehr stark auf Eigenverantwortung gesetzt, muss ja auch gesetzt werden. Aber schon im Kontext, hey, welche Situation befinde ich mich gerade? Und was ist gesellschaftlich notwendig auch gerade? Ich komme ja gleich nochmal auf ein paar andere Details, aber letztlich ist ja eben genau diese kritische Frage, wie kommen wir in einen Dialog, ohne dass sich jemand anders bereits mehr herausnimmt und Schaden anrichtet letztlich für andere. Das ist ja auch dieses Prinzip, wonach heute vieles funktioniert, dass ich auf Kosten anderer letztlich Dinge tun kann. Ich kriege Privilegien, die für andere Nachteile haben. Ich kann jetzt eben die Kernenergie nutzen und die Fässer, die halt die nächsten Generationen, die nächsten 10.000 Jahre bewachen dürfen, interessiert mich erstmal nicht. Und das ist halt eben, da findet kein Dialog statt. Die Sache ist, ich würde das noch nicht so weit sagen, dass die Wissenschaft deswegen eingeschränkt werden muss. Aber natürlich ist es der Punkt, weil also die Wissenschaft, die die Kernspaltung und das alles erforscht hat, die hat noch keinen Atomreaktor gebaut. Also die hat kleine Versuchsobjekte, die man noch irgendwo, also die Materialien, die da, denke ich, an Abfallstoffen angeschaut sind, die 2 Fässer vielleicht oder was auch immer, die kriegt man noch irgendwo wieder hin. Und die kann man wahrscheinlich auch energetisch ganz gut aufarbeiten, dass man die nicht 10.000 Jahre überwachen muss, weil aus meiner Sicht, soweit ich den so Kernphysik verstanden habe, könnte man das auch mit energetischer Teilchenbestrahlung machen, dass man erreicht, dass diese in kurzlebiger Sachen wieder zerfallen. Das heißt, man könnte die aufarbeiten und sozusagen diesen Zeitraum wegmachen. Aber wenn man halt einen Energiegewinn aus diesen Kernreaktoren haben muss, funktioniert das nicht. Weil das sind Unmengen an Stoffen und dann stecke ich mehr Energie rein, als ich durch die ganze Kernspaltung gewonnen habe. Das heißt, da geht dieses Prinzip nicht auf. Und da ist letztlich dann zu sagen, okay, hat jemand die Berechtigung, ob als Einzelperson oder als Gruppe, so einen Kernreaktor zu bauen. Wenn er jetzt sicherstellen könnte, gehen wir mal von unseren heutigen Kernreaktoren weg. Es gibt ja auch andere Typen. Ich hatte mal was über Flüssigsalzreaktoren gelesen. Der einzige Unterschied war, und auch der Grund, warum sich die heutigen Reaktoren durchgesetzt haben, damit konnte man nicht die Atomwaffenmaterialien produzieren.
Deswegen haben die Länder, Frankreich, USA vor allen Dingen, einen bestimmten Typ von Reaktoren gebaut, damit sie im Endeffekt Plutonium und so weiter gewinnen konnten. Und deswegen sind da auch unglaubliche Gelder aus dem militärischen Sektor letztlich reingeflossen. Und das muss man sich jetzt überlegen, in einer Gesellschaft, in der es keine Struktur wie eine Regierung gibt, die tatsächlich einfach Entscheidungen treffen kann, Millionen Menschen letztlich Anweisungen geben kann, bis hin zu Befehlen, zu sagen, erstmal, wir nehmen euch genug Geld weg, damit wir so ein Ding dahin klotzen können. Dann bauen wir Anlagen und auch die Regime, die trotz, also im Endeffekt die Verbote, gesetzlichen Verbote nützen nichts. Das haben wir bei mehreren Regimen gesehen, ob es Iran oder Nordkorea ist, die halt unter einem absolut strengen Regime letztlich trotzdem geschafft haben, ein Atomprogramm aufzusetzen. Und letztlich gleichzeitig natürlich dieses Programm wiederum ein, je nachdem wie man das sieht, aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Sicherheitsventil für sie, dafür zu sorgen, dass sie eben nicht einfach überrannt werden oder dass ihre Interessen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und dieser Aspekt letztlich auf einem sehr viel schwächeren und kleineren Niveau ist aus meiner Sicht dann auch in dieser freiheitlichen Gesellschaft existent. Meine Vorstellung ist zwar, dass Gewalt in jeglicher Form geächtet wird, das heißt aber natürlich nicht, dass unsere Handlungen nicht stattfinden können. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, gewalttätig zu werden, wenn andere uns da genauso begegnen. Weil mal angenommen, mein Nachbar meint jetzt, er müsse jetzt eine Atombombe bauen, wie auch immer er die Materialien dafür zusammenbekommt, und dann zu sagen, jetzt habe ich eine Atomwaffe, die kann ich dann einsetzen und jetzt müsst ihr mir alle jede Woche einen Bahn Gold liefern oder was anderes. Weil das ist ja im Endeffekt das Bedrohungspotenzial, was jemand, weil was will er mit einer Atombombe, wenn nicht darum, andere zu erpressen. Also ist von vornherein zu sagen, Menschen, die darauf setzen, Gewalt anzuwenden, denen kann auch genauso begegnet werden. Nur nicht, indem es Gesetze gibt, die diese Gewalteinsatz erlauben, sondern das ist dann, jeder Einzelne von uns ist dann in der Position zu entscheiden, bin ich bereit, mein Leben zu riskieren, um so eine Gefahr für andere Menschen abzuwenden oder nicht. Und diese Selbstentscheidung ist letztlich Teil unserer, aus meiner Sicht sollte es auch Teil unserer Routine sein, wie wir auf die Welt und auf die Gesellschaft schauen. Das heißt, jedem so viel und so viel erlauben, wie möglich ist, wo ich merke, also da habe ich keine Bausteine, wenn der jetzt irgendwo da das Haus hinsetzt. Küsten haben wir allerdings nicht genug, damit wir jedem ein Haus mit Meeresblick irgendwie geben können. Das heißt, da werden wir uns einigen müssen, wie wir mit einem knappen Gut, Strand, umgehen und wem wir welche Privilegien geben und was wir als Gegenleistung erwarten. Und das ist im Endeffekt ein Aushandeln, das nicht aus starren Strukturen oder sowas kommen kann. Und vor allen Dingen, heute ist dieses Privileg im Endeffekt mit Geld, was sehr ungleich verteilt ist und auch sehr ungleich verteilt wird, womit andere meinen, ja, aber weil ich es mit Geld bezahlen kann, deswegen habe ich ein Anrecht, dass andere dort halt ins Nachsehen kommen. Und ich glaube, das Wichtige ist letztlich, dass wir auf eine Ebene kommen, wo wir in dem Sinne alle gleich mächtig sind oder gleich ohnmächtig. Das kann man dann sehen, wie man möchte, ob man seine eigene Stärke, weil auch heute ist es, ich bin bereits jetzt frei. Auch wenn ich in einem Staat lebe, der Freiheit einschränkt, ist er nicht in der Lage, meine Freiheit zu beschränken. Er kann mir Regeln geben, er kann irgendwann, wenn er sozusagen der Meinung ist, mich in eine kleine Zelle zu sperren, kann er auch das tun. Er kann meine räumliche Bewegungsmöglichkeiten einschränken. Aber die Frage ist, ob ich das dahingehend betrachte, ob er wirklich meine Freiheit einschränken kann. Das ist letztlich eben die Frage, was verstehe ich unter Freiheit? Ich verstehe unter Freiheit sehr viel mehr als jetzt wirklich der Handlungsrahmen. Klar, da kann ich aktiv eingeschränkt werden. Handfesseln sorgen schon dafür, dass ich irgendwelche Dinge nicht mehr tun kann. Genau genommen ist kein Gesetz in der Lage, irgendeinen Menschen zu beschränken. Weil das ist ein Stück Papier, das muss erstmal durchgesetzt werden, das muss erstmal als Information weitergetragen werden, dass ich jetzt gerade gegen ein Gesetz verstoße und jemand muss aktiv werden. Das heißt, wir sind unglaublich frei, auch wenn wir es nicht immer als solches ansehen und uns in letzter Konsequenz auch nicht unbedingt viel weiterhilft. Weil wir es ja nicht mit einem Menschen dann im Regelfall zu tun haben, sondern wir haben es mit Institutionen zu tun. Und die haben einen mitunter sehr langen Atem. Das merken wir auch an vielen Konflikten in verschiedenen Ländern, wo es eben nicht einfach mal damit getan ist, hier dann irgendein, dass es zwar gewaltsam eskaliert wurde, dann ist vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr tatsächlich, wo Menschen leider sterben, weil sie sich überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren können oder wollen, weil sich irgendwelche Menschen wieder in der Hierarchie erhoffen, ich bekomme daraus einen Vorteil, wenn ich erstmal gewonnen habe. Sobald ich dann weit genug vorwärts bin, entweder habe ich die anderen am möglichst besiegt, dann muss ich mit denen eh nicht mehr reden, weil dann habe ich ja eh die komplette Kontrolle. Oder irgendwann ist dann klar, okay, es ist eine Pattsituation, alle beide haben genug Verluste erlitten und geringe Aussichten darauf, noch große Vorteile zu erlangen und sie sind endlich wieder bereit, miteinander zu reden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir heute haben, diese Redebereitschaft wiederherzustellen. Weil wir so leichtfertig damit umgehen, weil wir glauben, wir hätten die Macht,
in einer totalen Illusion davon, wie umfangreich die ist, und einfach in Konflikte gehen, die dann nur Menschenleben kosten, die selber aber nicht die Befugnisse hatten zu entscheiden, ich möchte hier aber gar nicht sterben. Ich möchte in diese Situation gar nicht kommen. Aber entschieden haben das andere Personen, die nicht davon betroffen sind. Und das ist, glaube ich, eben ein großes Problem. Möchte jemand was ergänzen? Das Stichwort Julian Assange mal einwerfen. Ich habe versucht, das mal an Julian Assange zu vermitteln. Er ist eigentlich frei oder so, wenn er in Belmarsh seit über 10 Jahren hockt, oder? Ich denke, dass er durchaus einige Teile davon teilen würde. Er ist natürlich räumlich gebunden, weil ihm sonst sehr viel Gefahr läuft, noch stärker eingeschränkt zu werden. Aber er kann kommunizieren. Er kann im Endeffekt mit Menschen in Kontakt treten und er kann seine Ideen weiterhin in die Welt bekommen. Und ich weiß auch nicht, wie im Moment auch seine Einschätzung ist von den Interviews her. Wenn er wüsste, dass es so ausgeht, ob er immer noch bereit wäre, diesen Schritt zu tun, den er damals gemacht hat, ob er sagt, es war es trotzdem notwendig, es war es mir vielleicht nicht wert. Also ich hätte mich vielleicht anders entschieden, aber ich denke, es war trotzdem richtig, es zu tun. Er wusste ja, was er zumindest tut. Er wusste vielleicht nicht die Konsequenzen, wie schlimm sein Leben oder wie eingeschränkt es wird, aber er wusste für sich auf seiner Ebene zu sagen, ich begehe jetzt ein unter Strafe gestelltes Geheimnisverrat und das ist ja teilweise so von wegen, wenn du das im militärischen und im militärischen Rang tust, bist du mal schnell von einem Exekutionskommando, das dich dann einfach erledigt. Und dass er dieses Risiko trotzdem eingegangen ist und die Entscheidung getroffen hat, nee, also diese Information ist wichtig genug rauszugeben, zu sagen, das sollten die Menschen wissen. Aber das zeigt im Endeffekt eben dieser Freiheitsaspekt. Gerade eben diese Handlungsmöglichkeit, die ihm nicht genommen werden konnte, auch wenn er mit den Konsequenzen wahrscheinlich nicht sehr gerne lebt. Ja, stimme ich zu. Weil dann würde ich nämlich in den nächsten Schwung gehen, wo eben jetzt auf dieser reziproken Freiheit dann weiter aufgebaut werden soll, um dann so die ersten Rahmenstrukturen, die ersten Rahmenhandlungen zu ermöglichen, wie diese Ordnungsstruktur. Weil das eine ist, keine Herrschaft zu haben, aber das heißt ja nicht, dass wir in einem, ja? Es gibt halt so eine Doppel-Ebene auch noch. Klar ist das System an sich kaputt. Also es gibt ja manche Argumentationsketten, so mir ist jetzt, ich setze mich mit dem Thema nicht auseinander, weil das System als Ganzes ist ja falsch. Aber da vergessen auch viele Menschen ihre Eigenverantwortung und ihre eigene Macht, die sie ausüben, oder Gewalt, die sie ausüben auf andere Personen oder Individuen. Also ich glaube, da gibt es halt vor allem auch so eine beide Ebenen zu sehen. Allein reicht es nicht, also nur Eigenverantwortung zu übernehmen, ohne politischen Anspruch, aber es halt auch nicht einfach zu sagen, hey, das System ist kaputt, ich muss mich darum nicht kümmern, sondern auch die Eigenverantwortung noch wahrzunehmen und halt diesen Prozess innerhalb anzustreben. So im Kopf, weil es halt auch viele politische Debatten halt sehr stark prägt, oftmals. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, sich mit dem bestehenden System auseinanderzusetzen. Und auch wenn ich sozusagen in meinem Buch jetzt nicht im bestehenden System bleibe, sondern stattdessen die Alternative mache, basiert es ja sozusagen gerade darauf zu sagen, wie kann ich es stattdessen machen? Weil eben deswegen diese Organisationsstruktur, ich denke, da kommt jetzt ein ganz guter Punkt dann eben auch. Natürlich ist das eine, ich kann nicht mit jedem Menschen überall sprechen. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, Personen zu, in dem Fall eben zu delegieren, zu sagen, bitte kümmer du dich mal, nimm mir dieses Organisationselement ab und kümmere dich drum und mach das in meinem Sinne. Aber trotzdem sage ich nicht, dass ich die Entscheidungsbefugnis gebe. Ich sage nur, organisier was, kümmere dich drum und dann, wenn du eine Lösung hast oder eine Idee, was wir machen sollen, dann halt nochmal Rücksprache. Die Rücksprache ist ein bisschen abstrakt, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Weil natürlich, deswegen, Machtdelegation muss nicht einhergehen mit einer Ordnung. Und deswegen lieber dann eine Struktur zu haben, in der Ordnung existiert, mit der wir uns organisieren, ohne dass jemand uns Befehle erteilen darf. Weil wenn der dann auf eine ganz bescheuerte Idee kommt, die wir dann über, wie kommst du denn da drauf? Und dann das einfach nicht teilen, also in der Hinsicht, dass wir dann doch ganz andere Vorstellungen hatten, wie ein bestimmtes Problem angegangen werden sollte. Und dann sagen, also ich finde es jetzt nicht gut, dass die Manganknollen da auf dem Ding, die mögen Mangan und so weiter brauchen, aber ich finde die Lösung nicht gut, das unterstütze ich nicht und deswegen will ich das auch nicht. Also sowas zum Beispiel. Und dass man dann überlegt, was sind da sinnvollere Lösungen, die wir zwar brauchen, um eventuell bestimmte Probleme zu lösen oder zukünftige Probleme abzuwenden, aber trotzdem, dass nicht jeder Weg für uns plausibel oder sinnvoll ist. Und dann müssen wir schauen, wie wir miteinander umgehen, ob wir eine Idee nur nicht unterstützen oder ob wir dahin gehen,
dass, so wie die Kernspaltung, auch das Langfristfolgen hat, weswegen der Weg überhaupt nicht gegangen werden darf. Aber deswegen, ich lese mal in die Ordnung ohne Herrschaft. Das ist jetzt die zweite Hälfte des Buches und im Kapitel Freiwillige globale Kooperation. Natürlich ist das Konsensprinzip nur die Grundlage dafür, wie eine Entscheidungsfindung innerhalb einer alternativen Ordnungsstruktur unserer zukünftigen Gesellschaft ablaufen soll. Das Modell, wie diese Ordnung gestaltet werden soll, bezeichne ich als freiwillige globale Kooperation. Im Kern besteht das Modell aus Delegiertenräte. Deren maximale Größe variiert, abhängig von der Ebene, auf welcher sie aktiv sind. Insgesamt gibt es drei Ebenen. Also die drei Ebenen sind einmal eine globale, wo wir sozusagen in der Vorstellung eine Weltregierung haben, die aber nicht regiert, sondern einfach nur eine Gruppe von Menschen ist, die auf dieser Ebene Planungen, Ideen umsetzen können, einfach die Menschen mit Vorschlägen begleiten können. Und dann gibt es eine überregionale Ebene, die aber jetzt nicht unbedingt geografisch, sondern einfach nur mehr als 100.000 Wähler können diese Räte haben. Und dann gibt es eben kleinere Räte, die dann eher so auf einem regionalen Niveau, wenn jetzt zum Beispiel so Stadt Würzburg, wobei diese mit über 100.000 dann auch schon, also nehmen wir mal die einzelnen Stadtteile, wenn die sich selbst organisieren wollen, dass die dann kleinere Gruppen haben und dann eben unterhalb von 100.000 Wählern funktionieren. Das sind so dann die drei Ebenen. Jeder von uns ist automatisch nur dem globalen Delegiertenrat als Wähler zugeordnet. Den Delegiertenräten auf den anderen beiden Ebenen kann sich jeder Mensch selbst nach Bedarf zuordnen, je nachdem, welche Themen für ihn wichtig sind und wo er sich gerne einbringen möchte. Jemand kann sich zum Beispiel dafür entscheiden, sich in die Wählerschaft für einen überregionalen Delegiertenrat in Südamerika einzutragen, weil er Einfluss auf den Umgang mit dem Regenwald nehmen möchte. Ebenso kann er sich in die Wählergruppe eines Rates eintragen, welche lokal an seinem Wohnort aktiv ist. Grundsätzlich kann jeder Mensch sich in beliebige Wählergruppen eintragen oder bei Bedarf eine neue Gruppe starten. Bevor eine neue Gruppe einzelne Delegierte wählen kann, müssen der Gruppe mindestens 1.000 Menschen beigetreten sein. Jeder Mensch kann unabhängig davon, ob er selbst einer Gruppe als Wähler angehört, in einer Gruppe als Delegierter antreten. Die Wahl ist permanent möglich und erfolgt vollständig öffentlich. So kann immer nachvollzogen werden, welche Wähler welche Delegierten zu welcher Zeit unterstützen oder unterstützt haben. So nachvollziehbar es ist, dass Wahlen geheim stattfinden sollen, ist es zugleich ein Widerspruch zu einer freiheitlichen Gesellschaft. Entweder wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, welche pluralistisch ist und unterschiedliche Meinungen und Lebensvorstellungen akzeptiert, oder wir leben in einer totalitären Gesellschaft, in welcher abweichende Meinungen nicht toleriert werden und wir daher darauf angewiesen sind, unsere wirkliche Meinung geheim zu halten. Da unsere zukünftige Gesellschaft pluralistisch sein soll und wir auch in der Lage sein sollen zu beurteilen, ob Menschen ihre Handlungen verantworten, ist es nicht sinnvoll, im Rahmen der Meinungsbildung ein Geheimnis daraus zu machen, welche Interessen jemand hat und welche Delegierten er deshalb wählt oder finanziell unterstützt, wie im Weiteren noch erläutert wird. Im Gegensatz zu unseren heutigen Parlamenten oder anderen politischen Gremien, in welchen Entscheidungen, Verordnungen oder Gesetze zumeist mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, haben die Delegierten eine gänzlich andere Aufgabe. Nachdem es ein Kandidat geschafft hat, in einem Rat ein Mandat als Delegierter zu erhalten, besteht seine Aufgabe darin, Projekte zu planen und durchzuführen. Kein Delegierter erhält irgendwelche Machtbefugnisse. So soll sichergestellt werden, dass alle Delegierten eines Rates die gleichen Möglichkeiten haben, aktiv zu werden, unabhängig von der Anzahl der Menschen, welche sie gewählt haben. Einem Rat ist es nicht möglich, Gesetze oder andere Regelungen zu erlassen, die zu Lasten anderer Menschen gehen könnten. Da die Delegierten keine gemeinsamen Positionen finden müssen, ist auch die maximale Größe eines Delegiertenrates nicht von Bedeutung. Um eine Lösung für ein Problem zu finden, sind innerhalb eines Rates keine Mehrheiten und auch kein Konsens nötig. Im Gegenteil, die verschiedenen Delegierten können je nach Thema in kleinen Gruppen zusammenarbeiten und kooperieren, um ein Projekt zu initiieren, das ein bestimmtes Problem lösen soll. Dabei können auch mehrere Projekte parallel von verschiedenen Gruppen für das gleiche Problem initiiert werden. Die gesamte Planung eines Projekts erfolgt transparent unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Ein Projekt kann dabei jeden Lebensbereich umfassen, sei es die Schaffung einer Betreuungsstätte für junge Menschen, die Planung von überregionalen Verkehrswegen oder Maßnahmen zum Schutz der Umwelt auf globaler Ebene. Sobald ein Projekt von mindestens zwei Delegierten betreut wird und diese ihre Planung als ausreichend ansehen, können sie in die Finanzierungsphase wechseln. Dadurch können Projekte nicht blockiert werden, weil zunächst politische Mehrheiten beschafft werden müssten, bevor gehandelt werden kann. So können wir Probleme gemeinsam flexibel und pluralistisch angehen. Darüber hinaus ist es nicht möglich, ein Projekt so zu gestalten, dass andere Menschen benachteiligt oder dass ihnen gegen ihren Willen unerwünschte Lasten auferlegt werden. Es gibt keine Instanzen, welche Menschen dazu zwingen könnten, einen solchen Umgang hinnehmen zu müssen. Entsprechend muss im Rahmen der Ressourcenplanung eines Projekts auch eingeplant werden, wie Menschen zu einem gewünschten Verhalten motiviert werden können, da Gewalt und Strafe keine Option mehr sind. Schließlich existiert nach der Auflösung der Staaten kein Gewaltmonopol mehr. Des Weiteren soll es unser Ziel sein, jegliche Gewalt im Umgang miteinander zu ächten. Ein Mensch, der selbstbestimmt leben möchte und daran interessiert ist, keiner Gewalt unterworfen zu werden, hat ein Eigeninteresse, mit anderen Menschen ebenso gewaltfrei umzugehen.
wie er möchte, dass mit ihm selbst umgegangen wird. Da ist es für ihn sinnvoll, sich für das Prinzip der reziproken Freiheit zu entscheiden und nach diesem zu leben. Mit der Einhaltung des Konzepts der reziproken Freiheit erfolgen Handlungen nicht auf Grundlage einer Maxime, welche, dem kategorischen Imperativ entsprechend nach Meinung des Handelnden verallgemeinerbar sei, sondern nur, wenn Betroffene mögliche Handlungsfolgen explizit der Handlung zustimmen. Allein das Wissen darum, dass uns nicht mehr permanent Vorgaben für unser Leben von anderen Menschen aufgezwungen werden können, öffnet einen Rahmen, in welchem ein vielfältiges Miteinander stattfinden kann. In der Gegenwart ist die Energie vieler Menschen dadurch gebunden, dass sie damit beschäftigt sind, Gesetze und daraus erwachsene Maßnahmen des Staates abzuwehren. Statt zu Kooperation und gemeinsamer Lösungsfindung führen die demokratischen Entscheidungsformen zu einem Gegeneinander verschiedener Gruppen. Ganz nach dem Prinzip von Teilen und Herrschen wird dann die Energie dieser Gruppen gegeneinander gelenkt und dadurch neutralisiert, weil jede Gruppe darum bemüht ist, ihre individuellen Interessen durchzusetzen. Gibt es erstmal Fragen zu dieser delegierten Struktur? Wie kommst du auf die Zahlen? Also 10.000 zum Beispiel, also, oder jetzt 100.000. Wie hast du da... Du hast ja schon von konkreten Zahlen gesprochen gehabt, oder? Genau. Also das eine ist, wie viele Delegierten so ein Rat jeweils umfassen kann. Also der globale Delegiertenrat würde 10.000 Delegierte umfassen. Das heißt, man würde dort eine Position bekommen, wenn man mindestens 800.000 Stimmen global auf sich vereinigt, von den 8 Milliarden. Also ein Zehntausendstel der Stimmen. Und für die anderen beiden Ebenen, der große, also der überregionale Delegiertenrat hat eine Gruppe von bis zu 1.000 Delegierte und entsprechend mit 100.000 Wählern, also ab dann fängt ja dieser große an, hast du dann im Endeffekt ein Tausendstel der Stimmen. Aber das können natürlich auch, es kann auch 10 Millionen oder 20 Millionen Wähler in diesem Rat geben, je nachdem, wo er sich halt verortet. Und du brauchst halt dann eben einfach ein Tausendstel der Stimmen, damit du eine von diesen Delegierten werden kannst. Und bei der ganz Kleinen, die unter 100.000 Wähler bleiben, sind es dann noch 100 Delegierte. Und dann brauchst du entsprechend ein Hundertstel der verfügbaren Wählerstimmen. Also erstmal, um sozusagen in diesem System dann als Delegierter aktiv zu werden. Aber also woher, also hast du die Zahlen einfach gesagt, hey, 1% ist wichtig? Also hat das die maximale Größe zum Beispiel? Oder wie viele Stimmen auch Menschen haben müssen? Erstmal das Erstkonzept, was du ausgearbeitet hast, oder hast du da eine ganz klare Bedienung, die Zahlen? Also die Zahlen sind im Endeffekt einfach willkürlich gewählt, weil ich halt einfach Zehnerzahlen einfach sehr bequem finde. Und deswegen einfach im Endeffekt 100, 1000, 10.000, sozusagen diese drei Ebenen. Also im Endeffekt, weil das die maximale Anzahl der Delegierten ist, die in diesen Ebenen aktiv sein sollen, ergibt sich im Endeffekt eben die Anzahl der Wählerstimmen einfach Hundertstel, Tausendstel, Zehntausendstel. Das ist im Endeffekt einfach nur die Umkehrung dessen, was als maximale Anzahl an Delegierten möglich ist. Da letztlich für die anderen Ebenen, außer der globalen Ebene, ist ja sozusagen auch die Anzahl der Wähler komplett fluktuierend. Das heißt, du kannst reingehen, wenn das für das Thema, was auch immer sie tun wollen, dort relevant ist. Es kann sein, dass, oder sehr wahrscheinlich ist es erstmal, dass diese überregionalen Delegiertenräte letztlich Länder nachbilden werden, solange die halt noch da sind und dann sozusagen mit diesen Strukturen in Konkurrenz gehen. Und eben die regionalen werden dann Stadtteile oder kleine Gemeinden sein und diese letztlich nachbilden, um als parallele Struktur, weil ich schreibe zwar, dass die Staaten dann nicht mehr existieren, aber das ist halt der Endstatus, das ist nicht der Übergang. Und es wird Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte dauern, bis sozusagen die eine Struktur in irgendeiner Region komplett übernommen hat, bevor überhaupt kein Staat, also bevor die Leute gesagt haben, Regierung, was willst du noch? Wir organisieren uns komplett selber. Da ist zumindest... Jetzt unabhängig von den Zahlen, ich glaube, Mexiko-Stadt war auch eine und es gibt verschiedene Sachen in Südamerika, wo auch sozusagen die Regierung aufgegeben hat und bestimmte Stadtteile selber angefangen haben, sich zu verwalten. Rojava ist ja auch dann immer noch ein Fall, der schnell wieder genannt wird, aktuell als neuer Versuch, letztlich so eine Selbstverwaltung zu machen. Und aus meiner Sicht sind all diese Sachen sozusagen schon mal Testsubjekte, erstmal, dass es funktioniert, dass du ohne die Staatsräson letztlich einfach die Menschen dazu bringen kannst, selber miteinander umzugehen. Und das andere ist sozusagen erstmal eine Anfangsstruktur. Ich schreibe auch an einer späteren Stelle, dieses Projektparlament, was es ja für mich letztlich ist und Projekte initiieren kann, hat auch die Befugnis, ein neues Delegiertensystem. Also es hat nicht die Befugnis, die Regeln im bestehenden System dann zu ändern, wenn es erstmal begonnen hat. Aber es hat die Möglichkeit zu sagen, wir schlagen jetzt Version 2.0 vor und das wird dann wiederum parallel hochgezogen zu dem bestehenden. Das heißt, wenn die sagen, okay, entweder wir brauchen andere Zahlen oder wir brauchen mehr Ebenen oder wir brauchen andere Vernetzungsmöglichkeiten, was auch immer im Moment nicht vorgesehen ist, dann können die einfach sagen, okay, entweder wir ergänzen eine Vernetzungsstruktur, meinetwegen wir brauchen ein bestimmtes Portal, oder wir sagen, okay, wir machen eine komplett andere Organisationsstruktur, wie auch immer, weil wir haben jetzt gelernt, wie wir sinnvoll miteinander kommunizieren auf Augenhöhe. Und dann brauchen wir nur noch das und das. Und dann machen die das als Projekt, planen das durch. Wenn die in die Finanzierungsphase gehen, das Geld oder halt die Ressourcen werden dann von uns allen bereitgestellt.
Und das eben nicht per Stimme, sondern indem wir tatsächlich das Geld geben. Also, oder halt, wenn die Holz brauchen und wir Holz haben irgendwie, dann können wir auch die Ressourcen eventuell direkt bereitstellen. Diejenigen, denen es wichtig ist und mehr das fördern wollen, klar, das einfache Wort, was wir heute schon kennen, ist Crowdfunding. Im Endeffekt, heute sind ganz viele Projekte oder Initiativen, die mit Crowdfunding starten, und von den Menschen, denen es wichtig ist und die die Möglichkeiten haben, es zu unterstützen, geben die letztlich das Geld, damit sie an die Ressourcen kommen, die sie brauchen. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Das heißt, diese letzte Check-Balance-Element, damit eben die Delegierten nicht irgendwelchen Blödsinn anfangen zu tun, ist, dieses Projekt, damit ihr es machen könnt, braucht ihr das Geld von den Leuten. Das heißt, ihr könnt nicht über die Köpfe der Leute hinweg, sondern ihr müsst die mitnehmen und ihr müsst die ja auch positiv überzeugen. Zum Beispiel etwas, was sehr erfolgreich in Deutschland war, war die Einführung des Katalysators. Das ist ja schon ein paar Jahre her, wo es erst einmal so dieses Thema, oh, wir haben jetzt sauren Regen und unsere Wälder sind bald alle tot, ist zum Glück nicht so gekommen, auch weil es dann den Katalysator gab. Damals ist es halt einfach per Verordnung, und dann ist diejenigen, die jetzt halt gerade ein Auto hatten, das entweder noch keinen hatte oder dann nachgerüstet werden musste, die mussten das tragen, mussten das bezahlen. In dem Projektparlament würde es aber so ablaufen, okay, wir haben dann 50 Millionen Autos, meinetwegen müssen 30 Millionen davon dann nachgerüstet werden. Und dann müssten eben gerechnet werden, okay, um die 30 Millionen umzurüsten, brauchen wir das an Geld, das an Werkstätten, das an Material, was auch immer. Und dann sagt man, ist es euch wichtig genug, das zu tun? Und dann würde das Geld eingesammelt werden. Der einzige Unterschied ist, warum das Beispiel etwas hinkt. Es hätten in dieser zukünftigen Utopie nie Autos gebaut werden können ohne Katalysator. Also im Endeffekt eine Technologie, die diesen Schaden anrichtet, also letztlich diese Umweltzerstörung, auch wenn es damals noch nicht absehbar war, weil natürlich, das ist eine Sache, die erst nach und nach immer klarer wurde, welche Auswirkungen das hat. Und dann ist die Frage, ist es zulässig, ein schadhaftes Verhalten für andere, wenn man den Schaden erst später erkannt hat, beizubehalten? Oder dürfen die anderen dann dagegen vorgehen? Und das ist ja im Endeffekt, wenn Menschen sagen, ich habe jetzt ein Privileg. Und das ist das, was wir heute wieder, da komme ich wieder auf diese Grundstruktur zurecht. Wir haben heute Rechte, Gesetze. Du hattest vorhin ein bisschen was zu Menschenrechten gesagt. Und die Frage ist, wie funktionieren Menschenrechte in so einer Gesellschaft? De facto gar nicht. Weil ohne Staat kannst du kein Recht setzen, weil ohne Gewalt funktioniert das ganze Prinzip nicht. Aber umgekehrt kann ich an jeder Stelle dann eingreifen und sagen, ja Moment, also du kannst dir kein Recht herausnehmen mir gegenüber. Also du kannst nicht mehr als ich darf. Und wenn du sagst, du darfst mir Schaden zufügen, okay, gleiches Recht für alle, also Recht in Anführungszeichen, gleiche Möglichkeiten für andere, weil was du dir als Freiheit, was Bestandteil deiner Freiheit ist, ist automatisch auch Bestandteil meiner Freiheit. Und dieses reziproke Denken zu sagen, also wenn ich das als Bestandteil meiner Freiheit betrachte, dann habe ich 80 Millionen Menschen hier in diesem Land, die das Gleiche, die gleichen Optionen ziehen. Und dann ist die Frage, möchte ich wirklich diese Aktion ausüben, wenn andere Menschen mir dann genauso begegnen? Also wenn ich zum Beispiel, nur ein ganz primitives Beispiel, ich gehe hin, irgendjemand passt mir nicht und ich darf den mit faulen Eiern bewerfen. Möchte ich wirklich, dass 80 Millionen Leute ein Ei zurückschmeißen auf mich? In jeder Situation, unerwartet, wie auch immer. Das heißt, ist das eine Umgangsform miteinander, die sinnvoll ist? Ich glaube nicht. Also bloß, um mal so ein Beispiel aufzuzählen. Das ist eigentlich kein Punkt, aber ich fange jetzt mal mit dem letzten an. Also Menschenrechte, sagst du, und ich denke an Bürgerrechte gerade. Gibt es noch Bürgerrechte dann? Aber wenn die Staaten sich, sagen wir mal, auflösen, perspektivisch, sagst du, Bürgerrecht ist ja mit dem Staatsbürger, mit dem Staat verknüpft. Und aber Menschenrechte, denke ich, gibt es dann immer noch, oder? Also die Charter on Human Rights, oder wie sagt es denn? Sowas auf globaler Ebene, das ist hoffentlich auch, die wird nicht automatisch jetzt per nichtig oder so obsolet, oder? Also obsolet wird sie nicht, weil das, was Sinnvolles da drin steht, würde weiterhin praktiziert werden. Aber du kannst keinen Rechtsanspruch erheben, weil wem, das ist ja heute zum Teil auch schon so, das ist ja nur indirekt. Das sind internationale Gerichtshöfe jetzt zumindest, also die potenziell dafür zuständig sind, gegen eine Kriegsverbrechen und solches. Na, das ist dann nochmal was anderes, weil die Menschenrechtscharta einzuklagen und das vor den internationalen Gerichtshöfen mit den Kriegsverbrechen, das beruht ja auf der Haager Kriegskonvention und so weiter. Das sind ja nochmal andere Gesetzesgrundlagen. Aber letztlich, du kannst zwar dort einen Prozess führen, aber das heißt nicht, dass dieser Gerichtshof in der Lage ist zu sagen, okay, dieser Krieg ist jetzt unzulässig und ich sorge jetzt mal dafür, dass der aufhört. Weil so viel Gewalt und Macht hat er dann doch nicht. Und das trägt sich aber letztlich auch in allen Menschenrechten. Wenn du dir die Menschenrechte mal anschaust, sind da aus Sicht eines freien, selbstbestimmten Menschen unglaublich viele Zumutungen drin. Es geht nur über Institutionen ja momentan, so ein freier... Das geht nicht, du brauchst im Endeffekt den Staat, weil wenn da drin steht, ich habe ein Recht damit versorgt zu werden, mit Wasser, mit Lebensmitteln, mit Wohnung, was auch immer, an Ansprüchen dort formuliert wird. Weil diese Menschenrechte sind Ansprüche gegen die Menschheit, gegen die anderen Menschen oder wem auch immer man dort einsetzt. Aber wenn ich diesen Anspruch habe, wer sorgt denn dafür oder wer zwingt andere Menschen, wenn ich sage, nö,
ich mache da jetzt nichts. Also ich backe dir jetzt kein Brot, damit du was zu essen hast oder so weiter. Die Frage ist, wie wird das runtergebrochen und ohne Gewalt wirst du das nicht durchsetzen können. Das heißt, die Menschenrechte sind in einer Gesellschaft, die auf Gewalt verzichtet, obsolet. Das heißt aber umgekehrt, weil eigentlich sind die Menschenrechte sind wiederum eine Symptombehandlung der Probleme, die ich durch den Staat habe. Wenn ich nämlich den Staat nicht hätte, dann könnte ich nicht hergehen und davon verhindern, dass jemand, der was zu essen braucht, losgeht und im Endeffekt einen Acker bestellt. Aber da ich im Endeffekt die Möglichkeit geschaffen habe, zum Beispiel, da ist das Eigentumsrecht eines der wichtigen, der Staat geht her und sagt, hier, das ist jetzt deine Fläche, mach damit, was du willst. Alle anderen haben keinen Anspruch mehr darauf. Ich garantiere dafür, dass du im Endeffekt damit machen kannst, was du willst. Die Menschenrechte sind im Endeffekt das Problem, das der Staat selber geschaffen hat, dazu, um zu lösen. Das würde ich nicht so sehen. Also ich sag mal, Staatsrecht, das ist so eine Wissenschaft für sich. Und mir schwebt jetzt gerade das Bild, also mal kurz Palästinenser, Israel, Palästina und Israelis. Und Israel habe ich jetzt so einen Gedanken in meinem Kopf, das Bild, das hat gar keine festen Staatsgrenzen. Israelisch. Ich weiß nicht, ob die jetzt definiert sind oder die verschieben sich jedenfalls ständig. Da ist das Staatsproblem, finde ich, also es hat ein Territorium festes und eine feste Bevölkerung irgendwie, die dem Staat zuzurechnen ist. Und ich würde jetzt dann das Problem hier beim Staatsrecht oder bei den Bürgerrechten dann, die vielleicht auch dann invasiv und imperialistisch oder kolonialistisch sind, jetzt wie beim Israel-Palästina-Beispiel. Aber Menschenrecht sehe ich jetzt nicht da, also sehe ich eigentlich als was Positives an, wo sich zum Beispiel das palästinensische Volk darauf berufen kann jetzt, wenn es dann gehört wird eben. Das ist halt die Frage, was setzt es durch? Aber genau da siehst du es ja. Das siehst du ja. Ohne Gewalt, ohne die Machtstruktur ist im Endeffekt verschön, dass du dich darauf berufen kannst, aber es hat kein Ergebnis. Aber es steht immerhin auf dem Papier, also erstmal, du kannst dich darauf berufen. Also das ist klar, dann das Praktische ist dann nochmal andere, auch bei Julian Assange und so. Genau, aber das ist ja dann die Frage. Also will ich letztlich die Gewaltstruktur, die ja auch genau diesen Zustand ermöglicht. Also im Endeffekt, der israelische Staat ist notwendig, um gegen die Menschenrechte der Palästinenser vorzugehen. Wenn dieser Staat nicht da wäre, wenn diese Gewalt nicht da wäre, könnte ja niemand gegen das, was mit den Menschenrechten eingefordert wird, verstoßen. Dann wäre es ja nur irgendwie Menschen gegen Menschen ohne im Endeffekt Überbau. Ja, das ist ein Widerspruch irgendwo inzwischen. Ja. Genau, und deswegen, wenn ich... Völkerrecht ist ein Menschenrecht auch größtenteils, ne? Ja, das sind halt unterschiedliche Ebenen, aber letztlich, es sind halt alles irgendwo Gesetze, Regelungen, die halt sich irgendwann mal die Staaten vereinbart haben, sich vermeintlich dran zu halten, aber das machen sie halt nur, wenn sie nichts kostet oder sie andere Vorstellungen haben. Und das ist halt eben genau der Punkt. Also du kannst Gewalt halt mit Gewalt nicht lösen. Und wenn du jemandem die Erlaubnis gibst, Gewalt auszuüben, dann hast du immer das Problem, okay, wer kontrolliert den Machthaber, dafür zu sorgen, dass die Gewalt im richtigen Sinne, in Anführungszeichen, was auch immer dann das richtige Sinn ist, ausgeführt wird und wer nicht. Also ja, also du wirst im Endeffekt ohne Gewalt kommst du mit den Menschenrechten nicht weiter und ich denke, ohne Gewalt bekommst du sehr viel mehr als das, wovor die Menschenrechte heute schützen sollen. Aber du hattest 3 Punkte? Sag mal, ein Unterschied, also das fand ich recht pragmatisch jetzt, wenn ich daran denke, dass deine Vision jetzt mit diesen Delegiertenräten ist sowas, was unterscheidet das jetzt dann konkret, sagen wir, vom Global Young Leadership Programm von Klaus Schwab und so? Weltwirtschaftsforum, weil die gehen ja, finde ich, in eine ganz ähnliche Richtung irgendwie, stoßen die vor. Ich weiß jetzt nicht, ob die Abschaffung der Staaten oder sowas also auch da in der intendiert ist dann in die Richtung, aber ich sehe ja, sind auch so privat zusammengeschlossene, also da bist du halt ein Mitglied im Leadership-Programm, weil ja Putin oder Merkel und was weiß ich wer da, von allen möglichen Leuten, die jetzt heute in Spitzenpositionen der Politik sind. Aber was würde jetzt dieses Delegierungssystem dann wirklich da unterscheiden grundlegend? Oder ich verstehe das nicht ganz noch, wie du dafür wirbst, auch wenn du für dich dann, wenn du da reinkommen willst, sag mal, auf dieser globalen Ebene oder so, also hast du echt hohe Ansprüche dann und dann musst du ja was unternehmen und Werbekampagne und so weiter. Und das da unterschiedlich, ich meine, das Weltwirtschaftsforum Klaus Schwab ist ja gut organisiert jetzt irgendwo. Wenn es so ein Treffen ist, ob das formell oder informell gibt es ja auch, dann ist das ja schon mal, also es würde vielleicht sogar in die Hände jetzt den Leuten da spielen ein bisschen, wo jetzt gerade dann Entrückern sind, die großen Konzerne und so, die globalen Aufgestellten, dass die sowas organisieren oder, also es gibt, glaube ich, wissenschaftstheoretisch auch die Frage der Performance dann, also wer performt das Ganze und wer hat da jetzt, wenn es jetzt von heute auf morgen ging, ja, sehe ich das ein bisschen kritisch, weil dann wahrscheinlich die anderen Drücker sind, wo jetzt die ganzen auch Verschwörungsideologien und so das genau. Sich zum Dreht, ja. Also von heute auf morgen kann ich gleich sagen, ist schon der Grund, warum ich es als Utopie bezeichne und als letztlich die Langfristdefinition, die halt einfach mal als Ideal, ob wir jeder ankommen, ist natürlich nicht festgelegt, muss es auch nicht zwangsläufig, wenn wir auf einem guten Weg uns dahin begeben, wäre es ja schon mal ein Erfolg zu sagen. Also das, was du gesagt hast, diese Institution oder dieses Forum oder wie auch immer, die sich dann selbst Bezeichnungen geben, die dann demokratisch klingen,
Aber letztlich, es geht darum, die Machtinhaber zu vernetzen und im Endeffekt zu bezirzen, mit bestimmten Lobbyinteressen zu versorgen und dafür zu sorgen, dass sie dann Unternehmerinteressen umsetzen. Das Spannendste ist eben die Eigentumsfrage, also das Eigentumsrecht. Also wenn du das als wichtigsten Baustein der heutigen Wirtschaftsstruktur, ob du es jetzt Kapitalismus nennst oder irgendwie anders bezeichnest, ist egal, aber letztlich mal allein die Vorstellung, das Eigentumsrecht würde nicht mehr existieren. Das heißt, wie würde ein Unternehmen heute funktionieren, wenn das Eigentumsrecht weg wäre? Dann nehmen wir das Patent- und Urheberrecht gleich mit raus. Das heißt, okay, wie führen dann Unternehmen noch ihre Marktkontrollen aus, zu sagen, ja, Moment, da habe ich aber ein Patent drauf, du darfst das Ding nicht herstellen. Du magst noch so oft meine Daten geklaut haben oder das Projekt sozusagen, also wenn du den Scheinwerfer aus dem Auto nimmst und dann jemand anders, der kann den vermessen, der könnte ihn jederzeit nachbauen. Aber da ein Patent drauf hat, von wegen Marken oder wie heißt das, Designmuster und so weiter, also gibt es ja auch bestimmte Sachen. Ja. Und dann, selbst wenn du es könntest, dürftest du diesen Scheinwerfer, wenn er dann genauso aussieht, nicht herstellen, ist dir verboten, von wegen freier Marktzugang und so. So, das heißt, das alles fällt weg. Das heißt, du kannst rechtlich nicht mehr dafür sorgen, dass irgendein Konkurrent dir bei deinem Produkt das Ding halt ohne eine 30% Gewinnmarge, sondern nur noch für 5 oder 2% Gewinnmarge zum Beispiel produziert. Weil du kannst ihnen nicht mehr verbieten, im Endeffekt genau das zu machen. Ich kann jetzt sagen, wo es hinführt, denke ich. Vielleicht zum Kommunismus chinesischer Prägung. Weil die Chinesen haben das erfolgreich jetzt irgendwie 20, 30 Jahre gemacht. Und das ist also Wissenstransfer am besten. Und ich glaube, das sind so ganze Vorteile, so noch mehr als jetzt schon, wenn dieses... Genau, da siehst du zumindest einen Effekt, was bedeutet, wenn du Wissen nicht schützen kannst durch rechtliche Strukturen. Das ist aber nur ein Aspekt. Weil in China ist ja trotzdem noch eine Regierung und ein Staat aktiv, der sehr selektiv auch wiederum dafür gesorgt hat, welche Unternehmen in welcher Form letztlich dort aktiv werden dürfen. Das Spannende ist, was hier im Buch natürlich ist, dieser Delegiertenrat, wenn ich vorhin gesagt habe, dass dort die Projekte finanziert werden sollen, geht es natürlich auch darum, was ich heute jetzt in der Lesung nicht ausführe, aber was im Buch ausführlicher beschrieben ist, gibt auch noch eine Komplementärwährung, die im Endeffekt das Geldsystem verändert. Weil das bestehende Geldsystem bei den jetzigen, oder selbst wenn die Strukturen wegnehmen und das bestehende Geldsystem und diese Geldordnung aufrechtzuerhalten, dann ändert sich relativ wenig. Weil dann gibt es immer noch dieses oben nach unten, die Leute sind auf Einkommen angewiesen und dann habe ich immer noch eine Hierarchie, selbst wenn ich sie nicht mehr mit dem Staat formalisiere. Deswegen ist es so wichtig, der Titel ist ja freiwilliges Grundeinkommen statt Gewalt und hier kommt eben dieser Versorgungsaspekt, der dann aus dem Geldsystem heraus übernommen wird. Das heißt, wir machen eben neben diesen anderen Strukturen machen wir auch eine komplementäre Währung. Die bekommt jeder als Geld zur Verfügung gestellt. Und dann kommt es wiederum auf uns an. Das heißt, statt staatlich zu sagen, okay, wir zahlen dir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, in dem jeder einen Anspruch hat, bei jedem einkaufen zu gehen, weil der Bäcker, na Moment, der Bäcker ist mit dem Grundeinkommen nicht zufrieden, aber er sieht ja jetzt die Person nicht an, ob sie das jetzt auf ein Grundeinkommen oder aus der Arbeit bezogen hat, da kann er nicht selektieren. Bei uns wird er das selektieren können, das heißt, solange der Bäcker nicht einverstanden ist mit dem Grundeinkommen, sagt er, ne, die Währung akzeptiere ich nicht, ich gebe dir noch nichts dafür, dass du nicht arbeiten gehst. Back deine Brötchen selber. Ist okay, es soll ja im Endeffekt jeder selber entscheiden können, auf welchem Niveau wir uns begegnen. Und je mehr Menschen wir dann überzeugen, zu sagen, also es ist schon sinnvoll, dass wir im Endeffekt eine gewisse Lebensgrundlage haben, die wir uns gegenseitig gewähren, die wir nicht als soziale Absicherung des Staates über Gewalt haben, sondern die wir uns freiwillig gewähren, weil wir wiederum, reziproke Freiheit, wenn ich im Endeffekt mir keinen Gedanken zu machen muss, ob ich morgen noch meine Miete zahlen kann, ob ich genug zu essen habe, weil es halt einfach zumindest einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt bekomme, mit dem ich Zugang zu diesen Ressourcen bekomme, einfach weil wir miteinander freundlich umgehen wollen. Das ist natürlich eine Grundhaltung. Da muss man sich schauen, ob wir alle dahin kommen. Ist ja auch wieder ein stufenweiser Übergang. Damit schaffen wir letztlich aber auch den Baustein zu sagen, wenn jeder dann den gleichen Zugang zum Geldsystem hat. In diesem Geldsystem ist Kreditgeldschöpfung nicht mehr möglich. Das heißt, das einzige Geldschöpfung findet statt, in dem jeder Mensch Grundeinkommen bezieht. Das ist im Endeffekt die Geldversorgung, damit wir an den bestehenden Strukturen anknüpfen. Ob in der Zukunft dann irgendwann dieses Geld so von den, ach, lass doch das Geld stecken, ist doch eh egal, hier, nimm die 3 Brötchen mit und gut ist. Das ist ja im Endeffekt auch das, was in der anarchischen Geschichte, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, ja ausprobiert wurde. Manche haben mit Geld, manche haben mit Gutscheinen, manche haben einfach nur, ja, du brauchst doch heute keine 20 Brötchen mitzunehmen, hol dir doch morgen wieder die frischen, also hier, nimm die 3 mit. So funktioniert das dann. Also da gibt es noch sehr viel Erfahrungsraum und deswegen eben der Freiraum als passender Aspekt dafür, das ist auch im Endeffekt ein Raum, wo geldfrei agiert wird. Wo einfach Menschen versuchen, eine Umgangsform zu leben, die halt nicht in Aufrechnungen von Geld passiert. Und ich denke, also der Freiraum, ich habe letztens gesehen, dass es auch in vielen anderen Städten solche Freiräume inzwischen gibt oder halt dort versucht wird zu etablieren. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass die Menschen das Geld so weit hinterfragen und versuchen, geldfrei zu leben. Ich denke nur eben für den Übergang in diese Utopie erstmal,
dass wir mit dem Geld noch arbeiten sollten. Weil diesen Sprung sofort in Null Geld und alle schenken sich alles, was sie brauchen, ich glaube, diese Umstellung würde zu lange dauern. Weil für mich ist auch so ein bisschen diesen Weg zu beginnen, ist auch wichtig, aus meiner Sicht heute dieses Klimakrisenthema oder Klimawandel oder wie auch immer man jeweils thematisch dazu steht, dass wir das in den Griff bekommen. Ich glaube, die Staaten haben die letzten 50 Jahre gezeigt, wie wenig Ambitionen da sind, um das wirklich zu lösen, sondern es wird im Endeffekt so viel gemacht, wie gerade notwendig ist. Und dieses so viel gemacht, wie gerade notwendig ist, führt uns tendenziell auf das 4-Grad-Ziel oder plus. Und ob da die Kehrtwende noch geschafft wird, unter 2 Grad zu kommen oder sogar ein 1,5-Grad-Ziel irgendwo auf die Linie zu bekommen, das halte ich im Moment für so gering. Irgendwo, ich hatte im Internet vor kurzem auch gesehen, es gab so diese Greta-Uhr, wo irgendwie die tickt noch zwischen 6 und 7 Jahren irgendwie. Also letztlich diese Dekade ist die entscheidende Dekade, um überhaupt noch, also im Endeffekt die Tipping Points vielleicht gerade so noch dran vorbeizuschrammen, bevor uns das System im Endeffekt aus den Händen fällt. Dazu gehört eben aus meiner Sicht eben mehr als auf die Straße zu gehen und sagen, dass die Politik ihren Arsch hoch zu bekommen haben soll, sondern im Endeffekt eben diese Selbstermächtigung. Dass wir hergehen und uns wieder bewusst werden, dass die Macht tatsächlich in unseren Händen liegt, solange wir bereit sind, sie zu nutzen. Aber das eben natürlich, einer alleine, wenn ich hier sitze und darüber erzähle, das kann für manche recht amüsant klingen und so weiter, aber da passiert natürlich nicht viel. Aber deswegen ist es für mich erstmal die Aufgabe, eben die Informationen weiterzutragen. Dann Strukturen aufzubauen, dieses Grundeinkommen aus meiner Sicht eben zu starten, damit genau diese Unabhängigkeit beginnen kann, damit wir uns aus dem Erwerbsleben rausschälen können, damit wir so die ersten Schritte und sagen, okay, ich kann irgendwie ein paar Stunden weniger arbeiten. Ich kann im Endeffekt dadurch, dass ich ein paar Stunden weniger arbeite, etwas weniger in diesem Konsummechanismus sozusagen abhängen und irgendwelche Sachen produzieren müssen, die dann irgendwie wieder ins Recycling oder auf den Müllhalde geworfen werden, nur damit ich im Endeffekt weiterhin was zu essen habe. Diese ganzen Bezüge, die wir halt im Moment eigentlich nicht gelöst bekommen. Wir stecken da in engen Klammern, die sagen, du darfst nicht weniger konsumieren, weil wenn du weniger konsumierst, verlierst du deinen Arbeitsplatz. Wenn du einen Arbeitsplatz verlierst, dann warst du es mit deiner Wohnung. Gute Nacht. Also wir haben da im Endeffekt keinen wirklichen Denkraum, in dem wir sagen können, also wie gehen wir das Ganze jetzt wirklich sinnvoll an? Wie kommen wir aus unserer heutigen Gesellschaft raus? Und zwar nicht bloß um den Klima zu retten, sondern im Endeffekt dieses ganze System irgendwie mal zu beenden. Ja. Gesellschaft, du meinst nicht Marktgesellschaft, oder? Oder was du verstehst, sondern heutige Gesellschaft jetzt, wie, durch was ist die so ein bisschen gekennzeichnet? Sie ist im Endeffekt durch den Staat und durch das kapitalistische Produktionsweise geprägt. Also das sind so die Hauptelemente unserer Gesellschaft. Und Markt nicht, oder? Also Staat, Markt? Ja. Der Markt ist im Endeffekt, was ist der Markt? Weil im Endeffekt, da ist nur eine Austausch, eine Plattform von Angebot und Nachfrage, sowas. Naja, der Markt ist letztlich ein theoretisches Konstrukt für mich, deswegen behandle ich den, also der Markt ist eigentlich nur ein theoretisches Konzept, in dem wir vorstellen, dass wir miteinander in Austausch gehen. Wir brauchen dafür im Endeffekt Produzenten, Konsumenten, wir brauchen Geld, damit diese ganze Struktur auch läuft und wir brauchen unbedingt den Staat, damit im Endeffekt diese vielen Regeln, was ich vorhin gesagt hatte, mit Urheberrecht, Eigentumsrechte, im Endeffekt auch alleine die Geldwirtschaft, also dass ich mir eben nicht einfach die Euros auf dem Papier malen kann, weil der Markt würde sofort implodieren, wenn im Endeffekt die Geldhoheit nicht mehr in der Form durchgesetzt wird, wie sie heute durchgesetzt wird. Das hat zwar, im Endeffekt, die Banken können zwar so viel Geld rumsprudeln, wie sie wollen, aber das sind sozusagen gelenkte Kanäle, die haben für die realen Personen, für die meisten Personen bewirkt es nichts. Die meisten Personen bleiben trotzdem in ihrem Arbeitsumfeld, also ihre Erwerbsarbeit, und damit bleibt das System stabil. Also es ist sichergestellt, dass das Geld, solange es sprudelt, nicht dahin sprudelt, dass im Endeffekt das Erwerbssystem irgendwie gelockert werden würde. Ist jetzt, also es ist ja schon überstaatlich bei uns in der EU und also der Staat zu den Währungen jetzt, ich habe jetzt bei dir rausgehört, entweder setzt sie durch oder und schafft die für den Markt dann wie auch immer, dass sie über eine Währung, dass die da zusammenkommen, die Marktteilnehmer. Er hält einfach die Geldordnung aufrecht. Er macht das nicht auf der Marktebene, sondern er macht das auf der übergeordneten Ebene. Der Staat über die EZB und über im Endeffekt die Juristerei. Ja, die EZB als Institution, da bin ich bei dir, aber als eben Staat sehe ich jetzt innerhalb der Europäischen Union zum Beispiel, ist ja supranational irgendwie da. Wir haben uns ja teilweise das schon aus der Hand gegeben, sagen wir mal mit der. Das spielt an der Stelle keine Rolle, weil die Durchsetzung erfolgt auf Staatsebene. Weil im Endeffekt, die Annahmepflicht zum Beispiel für den Euro in Deutschland. Die Annahmepflicht ist im Endeffekt das Falschgeldverbot, also dass du nicht einfach Falschgeld in Umlauf bringen kannst. Das sind ja alles im Endeffekt Gesetze, die der Staat, die jeder Staat in Europa selber durchsetzt. Genau. Okay, ist denn das mit den Kryptowährungen? Da habe ich das Gefühl, das läuft gerade unten durch. Also der Staat hat da nicht direkten Zugriff, sondern die werden immer noch geschürft, obwohl behauptet wird, die Menge ist begrenzt.
stimmt ja schon mal nicht. Und wie hat denn der Staat da irgendwie Zugriff oder Regelungsmöglichkeit, wenn denn die Kryptowährungen irgendwie so unter der Hand weglaufen? Die werden im Internet geschürft, ohne dass irgendjemand Einfluss drauf hat. Kann ich gleich was zu sagen, wie die aktuell? Willst du erst noch was? Ich habe eine Frage zu deiner Vorstellung von diesen Räten, den delegierten Systemen. Und zwar, also können dann die Betroffenen, die von den Auswegen betroffen sind, von dem Projekt, immer wieder ihre Meinung ändern und sagen, hey, also es muss ja eine ständige Kommunikation stattfinden zwischen den Betroffenen, vielleicht Expertinnen, Umsetzenden, also verschiedenen Tunnel, die einbezogen sind. Und es ist auch immer so diese Vorstellung, dass Betroffene auch immer wieder sagen können, hey, stopp, das hat keine Auswirkungen oder das passt uns sogar gar nicht. Also das wird auch unsere Lebensform verändern, I don't know, also genau. Und können dann die Delegierten noch immer wieder von der Basis zurückgeordnet werden? Sind die der Basisdemokratie wirklich untergeordnet? Oder dass man da auch entzogen werden kann? Kann ich gleich nochmal erklären, ja. Zur Abschaffung oder Beseitigung der Gewalt. Wie stellen Sie sich das vor mit Emotionen? Der Mensch ist ja nun mal emotional. Ja. Und was ist mit dem, der aus Liebe tötet? Dann brauche ich wieder eine Institution, die Macht ausübt. Oder kann das dann, wird sag ich gleich, was du das, so wie es ist, fertig, dann frei, weil seine Emotion hat da ausgelebt. Ich sage gleich was dazu, ich arbeite die Punkte durch. Bei Bitcoin ist es relativ einfach. Also für den Euroraum gilt, dass ein neuer Titel letztlich in der Verwaltung geschaffen wurde. Der nennt sich jetzt Kryptowerte. Diese Kryptowerte, darunter läuft Bitcoin, auch alle anderen Coins und alle möglichen anderen Sachen, die da aufsehen. Und rein formal hat der Staat damit die BaFin, also die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, hat diese Kryptowerte pauschal als Finanzinstrumente eingestuft und sie unterliegen der Überwachung. Also das heißt, jedes Unternehmen, das sich mit Bitcoin beschäftigt und irgendwie in Deutschland tätig ist, ob es die an- und verkauft für fremde Personen, also im anderen Namen und so weiter, ist dann diese Formulierung, die unterliegen im Endeffekt der Genehmigungspflicht der BaFin. Und wenn sie keine Erlaubnis von der BaFin haben, dieses Geschäft zu betreiben, dann heißt es, Schluss, sagt die BaFin, darfst du nicht. Und dann hat die BaFin die Macht und auch die Befugnisse zu sagen, dieses Unternehmen wird sofort abgewickelt und im Zweifelsfall wird da ein Treuhänder eingesetzt, der im Endeffekt die Abwicklung dieses Unternehmens besorgt. Also genauso das, wenn jemand illegale Finanzdienstleistungen oder Versicherungen anbietet, die nicht sozusagen unter der Überwachung liegen, dann können diese Unternehmen abgewickelt werden. Natürlich kann man nicht verhindern, dass es Bitcoin gibt. Also das funktioniert nicht, dass dieses Mining und so weiter betrieben wird. Da wären, wenn man dagegen wirklich vorgehen will, andere Maßnahmen möglich oder notwendig. Möglich ist es. China hat es schon vorgemacht. Die Miner sind in China nicht mehr existent. Also wenn, dann illegal und dann haben sie erhebliche Strafen zu befürchten. Also die Miner sind aus China inzwischen abgewandert. Es gibt noch Bitcoin in China. Also im Endeffekt, man hat noch einen gewissen Zugang zu diesem ganzen System. Aber die Miner sind im Endeffekt kurz bevor, also beziehungsweise es war klar, dass dort auch die Notenbank dafür sagen wird, ihr dürft es nicht mehr, wir verbieten euch das jetzt. In China ist das System stark genug, um zu sagen, ich riskiere da nicht, da zu bleiben, wenn das sagt, ich darf das nicht und versucht da. In Deutschland wäre das vielleicht was anderes, wie weit das Verbot dann durchgesetzt werden könnte oder nicht. Also das ist dann eben wieder die Frage ist, kann ich ein Verbot, das ich setze, durchsetzen? China kann das. Da ist wieder die Staatsmacht dahinter, weil wenn ich das ja abgeschafft habe, ist ja keiner mehr da, der es bremst. Und das glaube ich, in der Wirtschaft hat es mal geheißen, das muss dem Finanzwert, muss ein Warenwert gegenüber sein. Sonst ist jetzt Inflation oder irgendwas. Ne? Und es ist ja durch keine Waren, durch keinen Gegenwert mehr gedeckt. Naja, da kann man ein bisschen anders rangehen und sagen, also die Energie, die dafür aufgewendet wurde, um so einen Bitcoin zu schürfen, das ist ja auch schon ein Gegenwert. Dass es im Endeffekt nur eine digitale Repräsentation ist, das ist ja auch eher so eine ökonomische Theorie von wegen, ein Finanzwert schafft Probleme, wenn im Endeffekt dort irgendwelche oder wenn keine materiellen Gegenwerte sind. Das hat uns ja nicht davon abgehalten, sehr viele finanzielle Instrumente zu schaffen. Und im Moment sehen wir ja gerade, und da wird es sehr spannend, wie das weiter fort sich schreitet, wie viel Geldentwertung jetzt tatsächlich stattgefunden hat und jetzt gerade realisiert wird. Weil wir jetzt tatsächlich mal merken, dass die Preise im Endeffekt ansteigen. Aber damit hat Bitcoin ja wiederum nichts zu tun, weil die haben ja mit der Euro-Inflation relativ wenig Verbindung. Im Gegenteil, die haben ja eigentlich gerade eher einen ziemlichen Zusammenbruch gehabt. Aber deswegen, also Bitcoin gilt im Moment erstmal so als Wertpapier in diese Richtung und wird auf dieser Ebene eingestuft und wird auch auf dieser Ebene reguliert. Und die Staaten haben sich soweit schon angepasst, dass sie seit 2-3 Jahren da schon ziemlich gut hinterher sind, dass Unternehmen da nicht mehr beliebig aktiv werden können, ohne irgendwie auf die Finger geklopft zu bekommen oder Strafen zu bewirtschaften. Weil im Zweifelsfall kann die BaFin mit Sicherheit auch Leute einsperren, wenn man nämlich gegen diese Gesetze verstößt, also dafür sorgen, dass die Leute dann Anklagen bekommen. Zu den Delegiertenräten. Also das eine ist, dieses permanente Wahlrecht oder Wahlsystem ist so,
dass jemand, der sich halt zu dieser Gruppe dann dazu addiert, hat dann gleich die Möglichkeit, letztlich die Delegierten, die sich da in diesem Rat beworben haben, zu wählen, kann seine Stimme abgeben. Und je nach Ebene, wenn ich meine Stimme abgegeben habe, dann ist die erstmal eingefroren für eine Zeit auf diesen Delegierten. Auf der globalen Ebene habe ich erstmal 180 Tage vorgesehen, also ein halbes Jahr, und dann auf der überregionalen 90 und auf der unteren 30. Also das so, dass wenn die Delegierten da antreten, dass sie so, nicht wenn da irgendwo eine Shitstorm-Kampagne kommt, dass sie sofort wieder weggepustet werden, sondern dass sie halt auch ein bisschen entspannt damit umgehen können, und dann können sie ja auch über das Mindestlimit, was sie brauchen, auch weitere Stimmen sammeln, sodass sie nicht gleich wieder aus dem Raster rausfallen. Das ist erstmal die Wahlmöglichkeit, ist also dann jederzeit gegeben, und wenn diese 180 Tage ab sind, dann kann ich die Stimme bei ihm belassen oder ich kann sie wieder abziehen oder ich kann sie halt dann abziehen und gleich neu vergeben, wenn jemand anders dann aus meiner Sicht die besseren Argumente hat, irgendwas umsetzen zu wollen. Also da ist zumindest die Positionierung, dass die Delegierten auch da wieder relativ schnell, spätestens nach einem halben Jahr kann im schlechtesten Fall jemand aus dem Globalen sozusagen wieder rausgekickt werden, wenn er einfach komplett was anderes gesagt hat, als er versprochen hat, was er sich kümmern möchte. Und was anderes, was noch dazu kommt, ist, diese Delegierten bekommen ja kein Geld erstmal. Da kommt wieder dieses Grundeinkommens ins Spiel. Das heißt, auch wir müssen im Endeffekt, die Delegierten sind ja nichts weiter als unsere Lobbyisten in Zukunft. Nur, dass sie halt nicht bei Regierungen lobbyieren gehen, sondern die Projekte gleich selber planen, also was hier halt gemacht werden soll. Und das heißt, dass wir sowohl ihnen Geld geben, zu sagen, okay, also die eine Rechnung war zum Beispiel, wenn eben so ein globaler Delegierter von 800.000 Menschen gewählt wird, das Grundeinkommen wird gleich global, also im Endeffekt jeder weltweit kommt sozusagen das gleiche Grundeinkommen. Und dann könnte jeder hergehen und sagen, okay, jeder von den 800.000 gibt ihm einen Credere. Credere ist der Name von dieser Komplementärwährung. Dann hätte der 800.000 hoffentlich dann im Wert von 800.000 Euro jeden Monat zur Verfügung zum Beispiel. Und das heißt, damit kann er erstmal arbeiten. Damit kann er ein paar Sachverständige bezahlen, die ihn unterstützen, vielleicht ein Büro, vielleicht kann er auch hier und da ein paar Reisen mit dem Geld machen. Also das ist so die Ebene, wo ich sagen würde, das sollte sich so weit tragen. Also die Leute sollten klar sein, jemanden, den sie beauftragen und der nichts kostet, der arbeitet nicht für dich. Also wir haben das heute zum Beispiel Versicherungsvermittler, die nicht auf Honorarbasis arbeiten, sondern auf Honorarbasis dessen Versicherung, der er empfiehlt. Also im Endeffekt über Provision. Das heißt, da sollten die Leute dann auch langsam mal wach werden und sagen, jemand, den ich für seine Arbeit nicht bezahle, der tut nicht mir was Gutes, sondern der Versicherung oder sich selber. Genauso die ganzen Vergleichsportale, wo halt alle möglichen, ob man seinen Strom wechseln kann oder seinen Kfz-Anbieter wechselt oder sonst irgendwas. Man muss sich klar machen, da man die Portale nicht bezahlt, werden sie von den Anbietern bezahlt. Es gab ja, glaube ich, die Diskussion jetzt gerade wegen diesen Energiepreisen auch, dass eben noch ein Staatsportal geschaffen werden soll, damit es ein neutrales Portal gibt, das nicht von den Anbietern, das sozusagen, naja, aber das sind halt immer wieder die Überlegungen der Politik, sozusagen die selbstverursachten Probleme irgendwie zu lösen. Aber deswegen, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass eben die Delegierten als Lobbyisten für uns auftreten, dann sollten wir sie auch vernünftig bezahlen, damit sie wirklich in unserem Sinne sind, und wenn sie halt nicht das machen, was sie versprochen haben, fliegen sie raus. Ich habe eine Frage zu dem Wahlsystem oder zu der Demokratie insgesamt. Wie wird denn verhindert, dass sich da keine Diktatur der Mehrheit entwickelt oder dass Minderheitenthemen auch berücksichtigt werden? Weil ich habe Sorge, dass da zum Beispiel jetzt, weiß ich, dass man dann Homosexuelle oder Muslime verfolgen darf und sich niemand drum kümmert, weil die Mehrheit ist ja nicht betroffen und dass sich da zu wenig Menschen dagegen. Du meinst jetzt in dem Delegierten-System, ne? Ja, genau. Also die Quintessenz ist, diese Projekte, die diese Delegierten verabschieden können, die können keine Gesetze erlassen, die haben keine Machtbefugnisse, die haben keine Strukturen, mit denen sie irgendjemanden jetzt irgendwas aufs Auge drücken können. Das heißt, sie leben letztlich, sie existieren wiederum in der Utopie, in einer Umgebung, in der sie nur durch positive Anreize Menschen dazu bringen können, bestimmte Handlungen zu tun oder zu unterlassen. Beziehungsweise das Unterlassen, wenn das Handlungen sind, die jemand anders schaden, dann hat der andere sowieso schon genug Möglichkeiten, sozusagen dagegen vorzugehen. Also du hast keine Grundlage, außer du nimmst es dir heraus, irgendjemanden zu benachteiligen, zu schädigen, Schmerzen zuzufügen, zu verletzen oder sowas. Also es gibt keinerlei Grundlage, auf der du ein Recht hättest, so etwas zu tun. Also im Endeffekt Moscheen zu verbieten, kannst du nicht machen. Aber du kannst umgekehrt auch nicht verlangen, dass irgendwo eine Moschee gebaut wird. Weil du musst dich mit den Menschen, die dort leben, einigen. Eben diese Mehrheitsdiktatur, die letztlich dann sozusagen immer schnell hervortritt, die gibt es da nicht, weil die Entscheidungen hier laufen auf Konsens. Und das heißt, wenn jemand Nein sagt, dann kannst du versuchen, es trotzdem zu machen, aber dann ist die Frage, ob der andere das so einfach hinnimmt. Das heißt, du läufst immer Gefahr, wenn du dich nicht auf einen wirklichen Konsens einlässt, das heißt, wo du alle ins Boot holst, und zwar nicht über faule Kompromisse, sondern über Überzeugung, indem du sie überzeugst, indem du sie abholst. Dann läufst du immer Gefahr, dass er seine Freiheit, die er hat, nutzt und dir dafür sorgt, dass du das, was auch immer du tun wirst, nicht umsetzen wirst. Das ist im Endeffekt der gewalttätige Aspekt einer freiheitlichen Gesellschaft, weil wir alle sind
frei genug, um Gewalt auszuüben. Und es gibt keine Instanz, die befugt ist, noch mächtig genug ist, dieses zu verhindern. Das Einzige, was uns davon abhält, uns gegenseitig umzubringen, ist die Bereitschaft, es nicht zu tun. Mehr ist da nicht. Dann halte ich das Grundeinkommen aber auch tatsächlich für wichtig. Es ist ja ein Problem, dass die Reichen sich oft durchsetzen und die ärmeren Leute eben einfach keine Ressourcen frei haben, um ein Projekt anzufangen oder so. Weil wenn jeder das gleiche Grundeinkommen bekommt, dann haben ja auch ehemals ärmere Leute, sage ich jetzt mal so, Möglichkeiten, Projekte zu starten. Das wäre dann genau auch die Voraussetzung genau dafür. Deswegen ist dieses Geldsystem sozusagen ein wichtiger Bestandteil, um diese Vermögensungleichheit eben im Übergang erstmal abzubauen. Und wenn wir dann die Eigentumsstrukturen weg haben, dann lösen sich sozusagen diese Vermögensstrukturen, die ja gerade von Eigentum abhängen. Also Kapitaleinkünfte kann ich nur machen, wenn ich Eigentumstitel habe, löst sich das sozusagen auch nach und nach ab. Und das auch in einem möglichst friedlichen Übergang. Das heißt, diese ganze Rückführung von Grund und Boden aus Eigentumsstrukturen in meiner Vorstellung zurück in Allmendestrukturen. Das heißt, gemeinschaftlich genutztes Land. Das mit denen, dass die Menschen so unterschiedlich sind. Genau, passte gleich dazu, aber ja, ich hatte den anderen Punkt noch nicht abgeschlossen mit dem... Mit Betroffenen. Ah ja, genau, mit den Betroffenen, genau. Das ist sozusagen fast die gleiche Antwort. Das eine ist, es ist ein bisschen schwieriger, wenn das Projekt bereits gestartet ist, durch die Planungs- und durch die Finanzierungsphase durch ist und erst während das Projekt umgesetzt wird, dass da irgendwie größere Probleme sind. Aber dann ist es letztlich auch wieder die Grundhaltung in dieser Gesellschaft zu sagen, okay Leute, hier haben wir was nicht bedacht, das fällt uns jetzt gerade auf die Füße, wir müssen hier nochmal das Projekt stoppen und tatsächlich einfach aktiv in die neue Planung gehen und sagen, okay, damit wir das in den Griff bekommen, brauchen wir das zusätzlich. Oder es ist zum Beispiel auch, wenn so ein Projekt bei der Umsetzung merkt, okay, hier ist jetzt irgendwas, was wir doch zusätzlich brauchen, was wir vorher nicht bedachen konnten. Bestimmte Risiken sind zwar gedacht worden, aber falsch kostentechnisch eingeschätzt worden. Und diese treten jetzt mehrere zusammen auf, die so nicht angedacht waren, dann muss man ein Zusatzprojekt planen. Das heißt, dann muss man nochmal dann das Projekt durchplanen und an die Bevölkerung: Also Leute, wir haben hier entweder einen Fehler gemacht oder es ist was Neues aufgetreten und so weiter. Ihr müsst uns nochmal unterstützen und weiter mit finanziellen Mitteln ausstatten. Jedes Mal die Rückbesinnung letztlich, wir müssen immer wieder die Bevölkerung fragen und es muss dort eben nicht eine Mehrheitsabstimmung, sondern es muss, selbst wenn dann bloß einer sagt und sagt, okay, das ist mir wichtig genug, ich habe 200.000 Euro und kann das damit finanzieren und ich schiebe das da rein. Dann ist es zwar eventuell nur eine Person, die das ermöglicht, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem, das Ergebnis ist dann wieder auf dieser: Niemand darf benachteiligt werden, niemand darf Lasten auferlegt werden ohne seine Zustimmung und dann wird das System wieder geschlossen. Und die Sache ist sozusagen in dieser utopischen Welt, dass wir auch solche Sachen dekonstruieren, so von wegen, wir töten aus Liebe. Also ich weiß nicht, wer sozusagen solche Bilder dann weitertransportiert. Ich habe vor kurzem erst wieder einen Bericht gehört, da ging es auch darum, das ist noch ein etwas klassischerer, so von wegen, wie gehen wir miteinander in Beziehung? Welche Rolle spielt Mann und Frau in der Beziehungsanbahnung? Auf der einen Seite heute schon dieser Wandel, so von wegen, Nein heißt Nein. Und dann bekommen wir romantische Filme gezeigt, wo Nein, Nein, bitte nicht. Und dann, ja, doch, doch, oh, oh, oh ja. Und dann, und im Endeffekt, das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite Nein heißt Nein und dann kriegen wir Filme gezeigt, wo im Endeffekt dreimal Nein und dann am Ende soll es Ja heißen. Aha. Also das ist schon mal ein Problem, dass es gilt in dieser Utopie, dass wir weit genug bei uns ankommen und diese Sachen dekonstruiert haben und merken, dass wir da in Widersprüche gehen. Dass wir da im Endeffekt zwei hier von wegen, okay, das eine ist dieses romantisch Verklärte, der Widerstand der Form muss gebrochen werden und gleichzeitig auf der anderen Seite Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung zu sagen, ja Moment, also wenn das Nein da ist, dann ziehe ich mich halt wieder zurück, dann mache ich nicht diese romantisch verklärte Dingsbums dabei. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ja, ich gehe gleich noch weiter, das war nur ja, sozusagen die Vorstufe davon. Vor dem ersten Medium, das ist ja keine Erfindung durch Fernsehen. Nein, aber wir bekommen es heute immer noch vermittelt. Davor. Und das gibt es ja bei den... Man kann andere unverwandten Affen. Ich kann das im Endeffekt auch auf die Bibel zurücknehmen, wobei er es ja dann am Ende nicht durchziehen musste, wo er sein Baby oder sein Kind opfern musste und so weiter. Also im Endeffekt. Nicht aus Liebe sind Emotionen. Natürlich Gegebenheiten, die einfach eine Hirnschaltung. Anders ist als bei anderen. Dass die Windung anders geknüpft hat. Wir können auch ein paar Begriffe sagen. Zum Beispiel Selbstüberschätzung, Machtanspruch. Mhm. Hybris ist ja Selbstüberschätzung praktisch. Nicht alle diese Sachen. Oder was du vorhin sagtest, dass manche sehr emotional und zurückhaltend sind, andere preschen total vor. Die wollen sich auszeichnen, die brauchen eine Bühne. Also einfach das, was, da wirst du jetzt einhaken, was die zivilisierte Gesellschaft bis jetzt hervorgebracht hat, durch Erziehung, durch Bildung. Also braucht deine Vision einen langen Vorlauf an Bildung, und zwar von klein auf,
dass man in sehr sozialen, liebevollen, freundlichen Strukturen des Miteinanders aufwächst und eine lange, lange Prägungsphase, bis wir praktisch dann über, ich würde fast sagen Generationen, Jahrtausende, ja, Generationen einen Typus, wir haben ja heute auch einen anderen Menschen als etwa noch in Zeiten des Mittelalters, ja. Ne, muss man ja sagen. Wobei sich einige Dinge natürlich, die in ihm sind, die sind unverändert. Also es ist eine Organisationsform, die höchst interessant ist. Mich würde einfach mal interessieren, dass man es mal auf der unteren Ebene mit 100 Delegierten mal durchdekliniert. Also das machen ja viele schon, wenn sie sich eine Nische suchen, ne? Und kleinere Projekte, das funktioniert ja wunderbar. Ne? Der Freiraum ist ja im Endeffekt auch sowas Ähnliches, weil letztlich auch hier auf Konsensebene entschieden wird, wie sozusagen miteinander umgegangen wird, ja. Und natürlich auch hier gibt es Konflikte. Aber das sind Gleichgesinnte, die wollen alle das Gleiche. Ne? Da ist da schon ein Wille dahinter, glaube ich. Also zumindest haben sie Punkte, bei denen sie sich einigen. Du bist ja hier sehr stark involviert. Ja, ist jetzt alles beantwortet? Nee, ich greife das noch weiter, aber ergänze es gerne erstmal dazu. Ja. Also ich kann vieles teilen, was gesagt hat, aber es gibt natürlich auch ein paar große Widersprüche. Ich wollte aber erstmal beim ersten Teil sagen, was ich das Hauptproblem finde. Die Staatsgläubigkeit ist hier sehr groß, fällt mir immer wieder auf. Es hat sich ja auch niedergeschlagen in den Fragen, ob es jetzt die Sache mit dem Bitcoin war oder mit den Parallelwährungen oder ob es die Sache vorher war mit Israel und Palästina oder so, wo man glaubt, ja, der Staat ist grundsätzlich was Gutes. Wenn man aber gerade, ich bleibe mal bei dem Beispiel, ne, das war ja ein Teilungsplan, der übrigens nicht nur in Palästina war, sondern auch Indien-Pakistan, den Staat Pakistan gab es genauso wenig, wie es Israel gab. Das heißt also, vier Siegermächte haben sich die Welt aufgeteilt und die haben halt dann entschieden, ja, jetzt gibt es halt den Staat Israel und jetzt gibt es Indien und Pakistan und dann haben die Probleme begonnen. Also der Staat war jetzt nicht irgendwie derjenige, der was Gutes wollte, sondern gerade zu den Problemen geführt hat, die bis heute da sind. Und das ist jetzt nur ein Beispiel unter unheimlich vielen. Also insofern ist mir das erstmal sympathisch, wenn es darum geht, eine staatenlose, klassenlose Gesellschaft. Das ist ja auch schon immer meine Vorstellung. Der Punkt ist nur, was sind die Voraussetzungen? Ne? Dann war ja vorhin die Frage mit oder angesprochen mit der Automobilgesellschaft. Ne? Und gleichzeitig wurde gesagt, dass nicht der eine soll nicht auf Kosten vom anderen leben. Aber ich denke, gerade solche Sachen, Automobilgesellschaft oder überhaupt diese Lebensweise in der Metropolen, das ist ja, das zeigt sich ja jeden Tag, das ist ja auf dem Rücken der Länder, die man früher als dritte Welt, heute sagt man Peripherie oder sagt Trikont oder man könnte auch sagen, abhängigen Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika zumindest. Also insofern denke ich, eine Voraussetzung wäre für eine Gesellschaft, wo das so wird, wie ich es jetzt bei dir verstanden habe, wie es auch mein Verständnis ist, dass das gebrochen wird, dass es eben keinen Kolonialismus mehr gibt. Wenn es aber keinen Kolonialismus mehr gibt, dann kann es auch die Geschichte, die zum Kolonialismus geführt ist, ist ja unteilbar mit dem Aufstieg des Kapitalismus, vor allem in seiner imperialistischen Phase verbunden. Das heißt also, solange der Kapitalismus existiert, kann es auch nicht diese letztendlich Gesellschaft, wo die Staaten verschwinden. Es kann zwar Übergangsgesellschaften geben, das ist ja vorhin auch von Zeiträumen gesprochen worden, das kann ich auch unterschreiben, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber die Voraussetzung, wenn ich sage, die Staaten müssen verschwinden oder sollen absterben, ist, dass die Widersprüche, die dazu geführt haben, dass Staaten existieren, beseitigt sind. Wir hatten ja hier im Freiraum ja auch, das war von einer Referentin, ich weiß den Namen nicht mehr, auch klargelegt, weil viele ja immer denken, ja, Ehe hat schon immer gegeben, Geld hat schon immer gegeben, Staat hat schon gegeben, ja von wegen. Das ist natürlich schon so lang her, dass das natürlich keiner mehr im Kopf hat, aber vermutlich hat, je nachdem, wann man den Zeitraum von dem Homo sapiens ansetzt, Sapiens immer in Anführungszeichen, war halt die Mehrheit der Zeit eigentlich, hat der, egal wie man es nennt, also der Zweibeiner oder der Homo sapiens oder wie auch immer, in einer Gesellschaft gelebt, wo es keine Staaten existiert haben. Aber da gab es natürlich auch keine Klassengesellschaft. Ich habe ja den Anfang nicht mitbekommen, aber so wie ich es verstanden habe, ist das für mich unvereinbar mit einer Klassengesellschaft. Das heißt also, die Voraussetzung ist, dass die Klassengesellschaft verschwinden muss und das heißt auch, dass die wahre Geldbeziehung verschwinden muss. Und da, denke ich, ist die Problematik. Ne? Also ich denke, es kann Übergangsgesellschaften geben, da kann es auch noch wahre Geldbeziehungen geben, aber dann hat man halt noch nicht die, also würde ich jetzt sagen, als
freie Assoziation der Produzenten oder ein Wort, das viele falsch definieren, also Kommunismus heißt letztendlich klassenlose und auch staatenlose Gesellschaft, sondern man hat immer noch eine Gesellschaft, wo die Muttermale der alten Gesellschaft existieren. Ne? Und also ich bin jetzt nicht jemand, der prinzipiell sagt, es ist extrem unmöglich, dass es bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingtes oder wie auch immer, da gibt es ja zig Modelle. Selbst da muss es Voraussetzungen geben, dass das existiert. Und wir haben ja jetzt heute in Anführungszeichen, in den letzten 2-3 Jahren ist es ja eher eine gegenteilige Tendenz in den Gesellschaften, A, bedingt durch die Covid-19-Maßnahmen, aber jetzt noch fast noch schlimmer habe ich den Eindruck, durch den russisch-ukrainischen Krieg, wo das heißt, wir hier im Westen sind auf der guten Seite und da im Osten sind auf der bösen. Und solange diese Aufhetzung passiert, solange wir noch in Nation gegen Nation nicht nur denken, sondern auch handeln, ich meine, es geht ja hier auch um Waffenlieferungen, es geht ja darum, ob sich vielleicht die NATO auch engagiert. Soweit wird ja diskutiert in der Ukraine oder in Taiwan. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die Bundeswehr macht im Moment Übungen in Australien, also Luftkämpfe werden geübt. In dem Fall geht es jetzt nicht gegen Russland oder gegen China. Also solange Nation gegen Nation geht und solange die Mehrheit, zumindest in der Metropole, in den anderen Ländern mag es ja noch auch anders sein, das akzeptiert und sagt, das ist in Stein gemeißelt. Also dass wir hier keine starke antimilitaristische Bewegung haben, zeigt mir, dass dieses Ziel ist noch ewig entfernt, weil es wäre die Voraussetzung erst, dass man in diese Richtung überhaupt kommt. Ich möchte das mit dieser, aus einer Emotion heraus, jemanden umzubringen, weil das war ja im Endeffekt die Geschichte noch und ich habe sie noch nicht sauber beantwortet. Aber letztlich dieser Übergang, weil genau da, das eine ist erstmal das Thema, welches Menschenbild habe ich? Wenn ich so eine Struktur vorschlage, ist wohl ziemlich offensichtlich, dass ich ein sehr positives Menschenbild habe, dass ich zumindest dem Menschen sehr viel zutraue. Aber natürlich, dass er in Strukturen gelernt ist, Befehlsempfänger zu sein, das prägt. Aber das ist nicht das Einzige. Das andere ist im Endeffekt genau dieses, da kommt mir wieder etwas, was uns heute prägt. Die Aussage, auch wenn das auch ein bisschen aufgebrochen ist, die Sache ist, ein Indianer fühlt keinen Schmerz, womit aber auch gemeint ist, Männer fühlen keinen Schmerz. Oder Männer haben sozusagen eine Distanz zu ihren Emotionen und haben auch keinen Kontakt dazu. Weil dieses Bild, es ist eine Sache, emotional aufgewühlt zu sein, ja, das ist dann so auch die Differenzierung. Also Emotionen sind erstmal dieser kurzzeitige, momentane Zustand, die halten aber von alleine nicht lange an. Also das ist das, was für mich dieser kurze, ich erschrecke mich, habe vielleicht ganz kurz einen Angstimpuls oder ich sehe ein Bild, es bewegt mich, rührt mich, macht mich traurig, bringt mich zum Lachen oder sowas. Das sind so diese kurzen Emotionen, die eigentlich nicht länger als so eine Minute oder sowas vielleicht anhalten. Danach kommen die Gefühle. Die Gefühle sind das, was ich im Endeffekt im Kopf, indem ich meine Gedanken denke, so von wegen, oh, ist das Kätzchen nicht süß, oh, ist das so lieb. Und dann kann ich das natürlich eine Stunde lang praktizieren, indem ich dieses Kätzchen anschmachte oder sowas. Aber das ist dann ein Gefühl. Und jetzt ist die Frage, Emotionen sind eigentlich nicht lang genug, um jemanden sozusagen das Messer reinzuhaben. Das kann in einer sehr wütenden Eskalationsspirale, wo beide sich gerade auf die Palme bringen, vielleicht passieren, wenn das Messer nah genug liegt. Aber die Sache ist, ich glaube, es hilft dabei sehr gut, dass Menschen lernen, mit ihren Emotionen und Gefühlen umzugehen in verschiedener Weise. Ich spreche hier kurz ein bisschen von gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel, einfach erstmal um sich selber besser, also einfach um Zugang zu sich selber zu haben. Und ich glaube, damit lässt sich zumindest das Risiko mindern. Und ich möchte nicht verschweigen, natürlich kann ich nicht verhindern, dass ein Mensch einen anderen tötet. Das werde ich in dieser Gesellschaft etwas weniger als in der gegenwärtigen. Weil das, was ich zumindest hier als Baustein dann sehe, ist eben genau, den Menschen die Kompetenz beizubringen, sich selber zu verstehen, gucken, was mit mir los ist und auf sich zu achten. Das heißt, diese Entfremdung von uns selber, die uns dazu führt, nicht zu wissen, was mit uns los ist und irgendwann auszurasten. Und dann im Endeffekt schlimme Dinge passieren können, die wir nicht wollen, aber die wir in dem Moment nicht mehr die Kontrolle über uns haben, also nicht ausreichend uns lenken können. Ich halte es nicht für sinnvoll, Emotionen zu unterdrücken, aber ich halte es für sinnvoll, sich selber gut genug zu verstehen und auch den Prozess, bis man die Kontrolle verliert, selber zu kennen und vorausschauend zu empfinden. Also einfach, dass ich Zeit gewinne zwischen dem, bevor ich etwas tue, was ich danach nicht rückgängig machen kann und vielleicht für den Rest meines Lebens bereue. Diese Tötung aus Emotionen, ich kann es nicht verhindern. Es wird genauso passieren können wie heute. Aber ich denke, mit dieser Dekonstruktion von bestimmten Mustern, die auch dahinter stehen, ist die Gefahr aus meiner Sicht dadurch, ist es möglich, es weiter runterzufahren. Das ist noch eine Forschungsrichtung, überhaupt das ganze Strafrecht. Wie gehen wir mit Menschen um, die im Endeffekt gegen unsere gemeinsame Entscheidung auf Gewalt nicht verzichten und versuchen, sich dadurch Vorteile zu verschaffen?
ob sie jetzt jemanden erpressen, ob sie jemanden entführen, ob sie jemanden vergewaltigen. Irgendwie werden wir mit diesen Leuten umgehen müssen. Einsperren ist das wenigste sichere Mittel, weil irgendwann kommen sie im Zweifelsfall wieder raus. Oder wir haben unglaublich viel Aufwand damit, sie auf ewig irgendwo einzusperren. Und es würde auch für unsere Gesellschaft nicht gut eine Grundlage bilden, so von wegen, dass wir sagen, ja, aber irgendwo machen wir so ein kleines Rechtsbaustein, zu sagen, wir dürfen aber Menschen einsperren, wenn die böse sind. Wer definiert, dass die böse sind? Ja, keine Ahnung. Also wir kommen dann sofort wieder in die gleiche Tretmühle. Also geht es darum, von Anfang an darauf abzuheben, wir sind Menschen, wir haben unsere Stärken und unsere Schwächen. Und ich bin überzeugt, dass es nicht viele Generationen braucht. Aber natürlich ist die Frage, wie lange existieren die alten Strukturen weiter und können die Menschen weiterhin prägen? Und wann wird eine andere Struktur im Sinne dieser Utopie so prägend, dass die Menschen wirklich nach dieser Struktur geprägt sind und im Endeffekt diese anderen Impulse oder die anderen Prägungen nicht mehr relevant mitbekommen? Ich bin sowohl pessimistisch als auch optimistisch. Das ist immer gut. Ja, also das eine ist zu sagen, ich hoffe natürlich schon, dass in meiner Lebzeit noch diesen Anfangsschwung zu sehen. Und ich habe mich vor kurzem erst wieder mit der Tempelhof-Gemeinschaft, die ja hier in der Nähe ist, beschäftigt und die aus meiner Sicht schon einen Weg dahin beschreiben. Ich habe aber noch keine Erfahrung mit ihnen. Also ich bin gespannt, sie auch mal kennenzulernen, mal gucken, wie es bei denen funktioniert. So dieses sich voll aufeinander einlassen, so richtig tief und untereinander ohne Geld auszukommen. Aber im Endeffekt sind das halt genau die Räume. Ich muss diese Räume nicht kennen, um überzeugt davon zu sein, dass es möglich ist. Wie schnell? Schauen wir mal. Und man muss anmerken, dass es ja in dieser Art von Demokratie auch möglich ist. Genau, wir können auf jeden Fall anfangen. Sich zurückzuziehen, ja. Ne? Einfach das auszuprobieren. Und noch eine andere Sache, ist es nicht in der Psychologie so, dass wir die Mehrzahl unserer Entscheidungen durch Affekte treffen? Und nicht durch wohlüberlegte Entscheidungen und vorher abwägen, setzen wir nicht eine sehr hohe kognitive Voraussetzung an, um diese Selbstreflexion, so wie du sie beschreibst, zu kommen. Also ich setze sie nicht so hoch an. Nee, also, du bist genau. Ja auch so. Nein, ich meine nicht für mich, sondern ja. Ich meine auch meine Erwartungshaltung an andere Menschen. Viel zu. Ja, ich traue ihnen viel zu, ja. Aber auch gleichzeitig weiß ich, dass sie nicht automatisch diese Bestandteile jederzeit haben, aber auch, dass sie nicht, also dieses Abwägen und so weiter, ja, ist bei vielen Sachen nicht notwendig. Ja. Es ist total in Ordnung, dass ich will gar keine Bewertung, weil das ist schon wieder diese Skala, sondern es passt da genauso gut rein, wenn wir miteinander emotional, ist sogar wahrscheinlich sehr angenehm, wenn wir emotional miteinander kommunizieren können, ohne die Emotionen als Schuld zu benutzen. Mhm. Weil das ist, du hast mich jetzt traurig gemacht, du musst das jetzt wieder gut machen. Nein, sondern zu sagen, okay, das hat mich verletzt, ich brauche Zeit für mich und so weiter, um wieder klarzukommen. Aber das trennt mich nicht und so weiter. Also das ist im Endeffekt Emotionen umzugehen, sie zu haben, ohne sie zu Problemen zu machen. Okay, ich gehe erstmal die Reihe durch und dann gucken wir mal. Ein Zusatz dazu, also auch die logische Forschung von Sachen wie Gender und Geschlecht und sowas, mhm, sind ja auch soziale Konstrukte. Das sind auch Machtkonstrukte, soziale. Und vor allem dieses sehr dominante Redeverhalten, dieses sehr affektuide Handeln, ja, ist vor allem eine Sache, die vor allem männlich sozialisierten Menschen beigebracht wird. Also in der Forschung ist vor allem so, dass eigentlich weiblich gelesene Menschen viel bedachter agieren. Was Erlerntes. Genau, praktisch. Also was super Erlerntes. Und vor allem weiblich gelesene Menschen oder sozialisierte Menschen, weiblich in Anführungszeichen, tun viel eher schon danach schauen, dass sie viel bedachter agieren, umsichtiger, mehr auf die Community schauen, also mehr aufs Umfeld. Männlich sozialisierte Menschen, männlich sozialisierte in Anführungszeichen, viel mehr auf dieses eigenstark sein. Mhm. Und diese ganzen Schwachsinn, also was super sozialisiert ist. Was dann auch mit diesen, was die wir töten, auch mit diesem Kassenbesitz oder Eigentumsdenken, dass ein anderer Mensch dir gehören könnte, oder dieses Besitztum, oder dass du was erobern musst, hängt ja sehr stark damit zusammen. Also wenn wir es auch vom Eigentum befreien, materialistisch, müssen wir auch halt schauen, dass wir halt auf andere Lebewesen oder sonstiges nicht als Eigentum oder Besitz, das funktioniert nicht. Im Zusammenhang mit der Emotionalität fällt mir noch ein, die Manipulierbarkeit. Weil es vorhin geheißen hat, Stimmen sammeln, ne? Und da geht es ja nicht nur um logische Argumente. Und wenn ich sehe, was die Werbung alles zustande bringt, was wir alles kaufen und eigentlich gar nicht wissen, warum und so, ne? Ob dann nicht diese Promoter, ob die nicht die besseren Karten haben und die Leute dann auch zu allem Möglichen bewegen, was sie normal eigentlich gar nicht gemacht hätten und auch nicht bräuchten. Das bezieht sich jetzt auf die Delegierten in den Räten, oder? Auf die Delegierten, genau. Weil wir haben halt noch die Emotionen und also ich habe da ein bisschen Angst vor der Manipulation.
kann ich gleich noch was sagen. Dann haben wir wieder die Selbstdarsteller, um die denen es eigentlich nur darum geht, ihr Ding durchzuziehen. Und das hilft der Menschheit aber eigentlich nicht weiter. Gewaltfreie Kommunikation, das sehe ich einen kleinen Widerspruch. Auch wenn er nur subjektiv vielleicht ist zu den Emotionen, habe ich jedenfalls so erlebt, auch im Studium vielleicht, wenn du emotional bist und mal Affekt und dann mal auf den Tisch haust, habe ich auch mal gemacht. Und andere sehen das dann, als ob sie selbst vielleicht davon angegriffen werden oder als ob sich das gegen sie eben richtet. Deswegen ist so ein bisschen Balanceakt, denke ich, mit der gewaltfreien Kommunikation. Aber ich meine, die befürworte ich, aber es ist nicht einfach, glaube ich, wenn man dann sich nicht selber wirklich dann unterdrücken will, Maul sich aufsetzen lassen will. Ja. Das Buch geht ja um andere Themen. Deswegen. Nein, ich würde an der Stelle dann kurz noch zu den Punkten Antwort geben. Dann würde ich noch den letzten Punkt vorlesen, weil dann haben wir unsere Zeitlimit sozusagen dann auch. Also dass letztlich diese Delegiertenräte wieder zu Problemen führen, ist in meiner Sicht dadurch eingeschränkt, weil sie ja eben keine Machtbefugnis bekommen. Sie können zwar dann irgendwelchen vermeintlichen Unfug anstellen, aber da ja dieser Unfug wieder eingebettet ist in eine Gesellschaft, in der ich keinen eine Last auferlegen darf gegen seinen Willen. Das heißt, ich muss, egal was sie für ein Projekt, egal was sie planen, müssen sie im Endeffekt dafür sorgen, dass dadurch keiner gegen seinen Willen einen Schaden erleidet. Und dadurch sind, glaube ich, ganz viele Maßnahmen, die wir uns heute in der heutigen Struktur zu Recht mit Grauen vorstellen, weil wenn der Staat entscheidet so, dann geht es zulasten 20%, 30%, 40% der Bevölkerung eventuell. Gerade solche Maßnahmen, solche Schritte, das ist in dieser Struktur sozusagen vom Grundsatz her gar nicht praktikabel. Also nicht, das ist natürlich nicht unmöglich, weil das eine, was ich vorhin gesagt hatte, dass diese Projektstruktur ist auch in der Lage, einen Alternativvorschlag, also sozusagen eine neue Delegiertenratstruktur zu designen, wenn die sagen, okay, die hat jetzt nicht funktioniert, wir ersetzen die durch eine andere Organisationsstruktur. Dann könnte es genauso gut sein, dass die hergehen und sagen, wir ersetzen das durch eine Diktatur. Warum auch immer. 5 Delegierte der Meinung sind, sie wollen jetzt ein Diktatursystem bauen. Dann ist es wiederum unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses System, wie auch immer das funktionieren soll, dann einfach nicht umgesetzt wird. Wir kommen aus der Verantwortungsschiene nicht raus. Ich meine jetzt auch so, ich meine, wenn ich jemanden ja, belatsche, dass sie sich alle möglichen Güter kauft, ist doch alles ganz toll. Dass der Schuss nach hinten losgeht, dass wir Ressourcen haben und, wird vielen eigentlich erstmal nicht klar. Wenn ich in Anführungszeichen genug Leute überzeugt, dass ich jetzt so viel Land brauche, um Ernährung zu sichern, na, dann kriege ich Land zugesprochen, über das habe ich die Verfügung. Und das läuft dann irgendwie aus dem Ruder. Nee, es kann nie aus dem Ruder laufen, weil in dem Moment, wo diese Ansätze da sind, wo wir merken, es läuft etwas aus dem Ruder und einige sind der Meinung, dann kommt sofort wieder eben, es ist verboten, andere zu benachteiligen. Also nicht verboten, sondern im Endeffekt, es ist nicht, also ich habe keine Grundlage, ein privilegiertes Element, das ich vielleicht mal von einer Gruppe bekommen habe, aufrechtzuerhalten, wenn plötzlich klar ist, hier melden sich jetzt 2 andere Gruppen, die sagen, na Moment, also dass du jetzt zum Beispiel das Wasser aus dem Fluss nimmst und uns dadurch den Fluss abgräbst, das ist nicht zulässig. Und entweder wir sprechen jetzt miteinander oder wir sorgen dafür, dass du damit aufhörst, wenn du nicht mit mir kommunizierst. Also wir haben immer wieder, der Check ist immer sofort wieder in die Masse nach unten. Es gibt keine Instanz, die im Endeffekt irgendein Privileg gegen jemanden zu Schaden dessen durchsetzen kann. Und das ist im Endeffekt etwas, was, glaube ich, das ist der größte Umstellungsaufwand, zu glauben, ja Moment, aber wir brauchen doch Schutz von unseren Privilegien und so weiter, damit anderen nichts passiert vermeintlich. In Wirklichkeit schützen wir damit ja nur eben die Privilegien. Und das in einer Welt, in der dieser Privilegienschutz keine Grundlage mehr hat, merken wir plötzlich, dass wir ganz anders miteinander umgehen müssen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, ständig einen über die Rübe zu bekommen, weil die anderen nämlich dann auch meinen, also wenn du dich hier wie die Axt im Walde aufführst, dann kann ich das auch. Ja, das erfordert aber einen aktiven Bürger, oder? Natürlich. Was ist mit der trägen Masse? Das ist doch die Mehrheit. Die träge Masse tut ja nichts. Ja, aber wenn sie nichts tut, ist doch der genaue Vorteil. Doch frei, ja, Blödsinn zu machen. Nee. Also die träge Masse sind ja nicht alle, sondern im Endeffekt, also es wird mit Sicherheit immer irgendeine Faust sich finden, gegen die ich dann laufen werde. Und davon bin ich überzeugt, dass es gerade in einer Gesellschaft, in der die Menschen um ihre Freiheit und um ihre Macht, die daraus erwächst, wissen, dass sie viele Sachen nicht mehr in der Form hinnehmen werden wie heute. Weil sie eben nicht mehr darauf trainiert sind zu sagen, irgendeiner stellt sich hin, tut sich, als hätte er welche Weisheit auch immer gefressen und wüsste jetzt, wo es lang geht. Und zu sagen, dass die Leute eine viel kritischere Haltung haben gegen Leute, auch gegen mich, die hier die Lösung propagieren, wie wir unsere Probleme lösen. Weil auch wenn ich gerade das Gleiche tue, hoffe ich trotzdem, dass die Leute kritisch genug sind, zu sagen, nicht mir hinterherlaufen, ich bin nicht der neue Guru, sondern im Endeffekt zu sagen, okay, kann ich das nachvollziehen? Klingt das für mich plausibel? Und bin ich überzeugbar, einen solchen Menschen zu haben?
Es findet sich immer ein Kläger dafür, um das dann irgendwo was anzuprangern. Nein, viel besser. Es findet sich jemand, der handelt und verhindert, dass es weiter passiert. Ja, aber ohne Richter jetzt oder ohne das ohne Richter. Sondern die also, eine Gemeinschaft findet sich zusammen, die Unternehmen dann etwas gegen Missstand. Also wenn du eine Gemeinschaft brauchst. Also das Ideal ist im Endeffekt, du gehst hin und sagst, also das, was du machst, führt da und da zu Probleme, wir brauchen hier eine andere Lösung. Und er sagt, hau ab, interessiert mich nicht, dann gehst du das zweite Mal hin und sagst, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass das Problem gelöst wird. Du willst nicht mitreden, dann sorgen wir für, also entweder ich oder wir. Also das Idealste ist im Endeffekt, dass du eben gar nicht erst eine Gruppe brauchst, sondern dass eine Einzelperson bereit genug ist zu handeln. Da kann man wunderbar alles blockieren. Ne? Das fragt sich heller Fläche. Das darauf anlegt, nicht alles, es geht ja immer um die eine Sache, um das eine Projekt. Genau. Nur darum geht's. Und das Interessante ist, das Projekt kann nicht blockiert werden. Im Endeffekt, das Projekt kann durch ein Veto nicht direkt blockiert werden, solange gesagt wird, okay, also du willst, mal angenommen, die wollen irgendwas machen und ein Haus dafür muss weg. Dann kann er jetzt sagen, okay, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Und dann gehen wir halt in die Verhandlungen und sagen, okay, also wie viel willst du dafür haben? Wir machen es halt jetzt einfach in Geldwerten und dann sagt er halt 3 Millionen. Das Ding ist vielleicht 10.000 wert und er sagt 3 Millionen. Dann müssen die anderen sagen, okay, also entweder, wenn wir das Projekt wollen, dann müssen wir eben die 3 Millionen auf den Tisch legen, weil wir dürfen ihn nicht zwingen. Aber natürlich gibt es einen sozialen Druck, weil es wird im Projekt öffentlich stehen, für dieses Haus, das 10.000 Euro wert ist, verlangt er so und so viel. Also, das ist aber auch Gewalt, ne? Nee, ist unmoralisch. Das ist im Endeffekt die Frage. Ja. Also im Endeffekt. Ein Haus, das kann ich doch nicht verkaufen. Ich lebe schon immer hier. Ja, deswegen ist im Endeffekt die Frage. Also ich würde es weder das eine noch das andere. Wenn die einen sagen, das ist im Endeffekt unmoralisch, weil das ist, aber der andere ist mein Kindheitshaus, da bin ich aufgewachsen, da möchte ich drin sterben. Dann kann man sagen, okay, dann machen wir das, wenn du gestorben bist. Also im Endeffekt, es gibt so viele Wege, Dinge zu lösen, wenn man im Endeffekt miteinander redet und bereit ist, miteinander zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass man ständig faule Kompromisse machen muss, aber im Endeffekt, es öffnen sich sehr viele mehr Wege. Und in der Tat, also wenn nicht auch heutzutage, nicht zumindest manchmal die Menschen so reden, statt das Gesetz anzuwenden, dann wäre es noch viel schlimmer. Denn dann wären wir sofort immer dabei, Vorkaufsrecht und dies und das und jenes. Also Gott sei Dank, Gott sei Dank findet immer noch auf den niederen Ebenen diese Kommunikation manchmal stand. Nicht immer und nicht immer sinnvoll, aber gerade das ist dann doch manchmal noch eine Hürde, wobei ich sagen muss, dass ich dann schon auch solche kenne, die sagen, ach, enteignen wir. Ja, oder die Römer eins. Das stimmt. Ja, aber wenn die Zeit drängt, wenn ich jetzt gerade den Abschnitt brauche für mein Auto fahre, dann nützt mir nichts, 30 Jahre zu warten, bis der endlich gestorben ist. Zum Beispiel. Ne? 30 Jahre jetzt keine Autos mehr. Nicht Fahrradfahren, meinetwegen. Aber ich finde, sie hat vollkommen recht. Deswegen leben wir schon so, so viele Jahre auf dem Lande. Wenn man mit wenigen Menschen zusammenlebt und fast jeden kennt, möchte man sich in die Augen schauen können. Ne? Immer. Und wenn man als Fremder hinkommt, als Städter zum Beispiel, dann hat man erstmal die verdammte Pflicht, oder auch die Würde, sich anzupassen. Weil da ist schon was entstanden, da muss man erstmal hinterfragen, wie ist das? Und meistens wird alles gut. Es ist wunderbar, ne? So. Aber es ist mir halt, das ist diese kleine untere Ebene, wo das wunderbar funktioniert. Wir haben heute noch gar nicht über Religion gesprochen. Nee, das machen wir heute, glaube ich, dann nicht mehr so. Die auf dem Land reden einfach auch in private Dinge rein, wo es eigentlich nichts angeht. Und wenn man sich da nicht anpasst, ist man trotzdem außen vor. Nein, doch. Nur wenn man es eben lässt. Das ist im Endeffekt. Es keiner in private Dinge rein. Das ist im Endeffekt das. Aber im Endeffekt genau dieses auch, ja, dieses Leben und Leben lassen ist noch ein sehr starkes Übungsfeld für alle. Also ich denke, die Schwierigkeit ist halt von dem Ist-Zustand, von dem heutigen auf den zukünftigen Stand. Und man kann sich sehr vergegenwärtigen, ob das die Medien sind oder egal was ist. Letztendlich läuft es ja immer alles auf Spaltung raus. Und auf der anderen Seite läuft es auch darauf raus, dass der Staat sagt, ja, ihr müsst ja gar nicht so viel machen, höchstens ihr dürft mal eine Bürgerinitiative, sondern wir machen das alle. Und das ist so auch das Gedankengut der Stellvertreterpolitik. Und deswegen ist es vielleicht auch so schwierig vorzustellen, dass es eine Gesellschaft geben kann, wo eben nicht alles irgendwie von oben, ein paar Götter oder egal wie man die nennt, Volksvertreter oder so, dass die das machen. Und das, denke ich, macht die Schwierigkeit aus. Ne? Deswegen dreht sich so ein bisschen im Kreis. Ich denke, man muss dann auch ein bisschen abstrahieren, ne? Von den Verhältnissen, die jetzt da sind. Die sind halt so, wie sie sind. Und
wenn man jetzt das nur transportiert, den Jetzt-Zustand auf den zukünftigen, dann kann man sich es natürlich nicht vorstellen, sondern man muss sich ja vorstellen, dass ja nichts statisch ist, dass ja alles in Bewegung ist. Und es geht halt meines Erachtens darum, dass es halt in die, in Anführungszeichen, richtigen Bahnen gelenkt wird. Ne? Genau. Ich lese jetzt noch kurz ein letztes Kapitel vor, was noch eine kleine Information oder Ausblick eben für diesen Transformationseffekt geben soll, die diese Komplementärwährung erfüllen soll. Nur an einem kleinen Beispiel, weil ich denke nämlich letztlich genau dieser Übergang, das ist einfach das große Übungsfeld, wo wir einfach viel Zeit mit verbringen werden. Ach ja, genau, das jetzt weiß ich wieder, was ich nämlich aufgreifen wollte. Und ich bin halt sehr überzeugt, dass dieses, was im Kleinen funktioniert, auch sehr viel größer funktioniert, aber eben erst dann, wenn keiner mehr die Möglichkeit hat, anderen Entscheidungen aufzudrücken, wenn wirklich im Endeffekt offen gesprochen werden muss. Ja. Und das Schöne dabei ist auch dann zu erkennen, wie klein die Gruppe ist, mit der ich was abzustimmen habe. Ja. Weil das Absurde ist ja zu glauben, dass wir mit den 80 Millionen Menschen in diesem Land etwas gemeinsam abstimmen müssten. Ja, so tut der Staat. Ja, ja, also der suggeriert das. Ja. Und deswegen, also wenn wir uns angucken, mit wie vielen Leuten wir in direktem Kontakt stehen, ja, das heißt nicht, dass es im Endeffekt diese übergeordnete Struktur ist, deswegen gibt es ja auch das auf globaler Ebene. Aber das muss nicht jeder Mensch, muss im Endeffekt mit 8 Milliarden Menschen irgendeine Vereinbarung treffen. Da kann er sagen, okay, also irgendjemand kümmert sich darum, dass der Regenwald in Ordnung gehalten wird, irgendjemand kümmert sich darum. Ich muss nicht auf allen Baustellen tanzen, vor allen Dingen, weil ich weiß, überall gibt es Menschen, die frei leben und selbstbestimmt in diesen Strukturen handeln können. Das, was uns heute halt eben noch fehlt. Also das letzte wieder, nochmal aus dem Ordnung ohne Herrschaft, diesmal das Kapitel Credere und der Außenhandel. Ein Wirtschaftssystem, welches offen und flexibel ist und zugleich eine hohe Resilienz aufweist, würde Ereignisse, die unser Wirtschaftssystem heute als Schock erschüttern, als bloßen Veränderungsimpuls integrieren. Vor allem dann, wenn dieses Wirtschaftssystem zugleich eine Geldordnung beinhaltet, in welcher aufgrund der Geldversorgung über das Grundeinkommen auch die plötzliche Arbeitslosigkeit vieler Menschen nicht zu einem Dominoeffekt führt. Mit einem Grundeinkommen aus dem Geldsystem heraus haben wir einen Puffer zur Verfügung, mit welchem wir Veränderungen zulassen und gestalten können, statt mit Subventionen nicht mehr benötigte Industriezweige künstlich am Leben zu erhalten. Credere würde auch helfen, die Handelsbilanzen zwischen Ländern auszugleichen und so Konflikte zwischen Staaten zu verhindern, welche entstehen, weil Länder über längere Zeit einen Überschuss oder ein Defizit in ihren Handelsbilanzen aufweisen. Aufgrund des gegenwärtigen Schuldgeldsystems verursachen solche unausgeglichenen Handelsbilanzen Abhängigkeiten zwischen den Staaten. Dass Länder bestrebt sind, dauerhaft einen Außenhandelsüberschuss zu generieren, ist ein Problem für die globale Arbeitsteilung. Hier wird deutlich, dass unser Geldsystem eine ausreichende Systematik fehlt. Wenn ein Land mehr Leistung exportiert, als es selbst von anderen Ländern zu importieren bereit ist, dann kommt der Welthandel in eine problematische Schieflage. Wenn Deutschland beansprucht, dauerhaft mehr Güter zu exportieren, als es importiert, sind andere Länder wie Frankreich und Griechenland gezwungen, gegebenenfalls zusätzliche Industrie nur für den Export aufzubauen, weil die Güter, welche eine Volkswirtschaft bereits produziert, nicht ausreichen, um das Außenhandelsdefizit auszugleichen. Letztlich lässt sich ein Defizit im Außenhandel kaum vom betroffenen Land selbst auflösen, da es darauf angewiesen ist, dass andere Länder, allen voran diejenigen mit Exportüberschüssen, bereit sind, ihnen Waren abzukaufen. Im Zuge der Finanzkrise 2008 wurde deutlich, welche Belastung es für die wirtschaftlichen Beziehungen bedeutet, wenn Länder untereinander unausgeglichene Handelsbilanzen aufweisen. Während Deutschland, die Niederlande und Irland Exportüberschüsse ansammelten, waren andere Länder wie Frankreich, Spanien und Griechenland gezwungen, ihre Exportdefizite über Verschuldung oder Vermögenstransfers zu finanzieren, weil ihnen kein adäquater Anteil an der weltweiten Warenproduktion eingeräumt wurde. Dieses Problem wird durch Credere entschärft, denn eine Anhäufung von Credere wird durch die 12% jährliche Löschung deutlich unattraktiver. So trägt die Löschung dazu bei, dass auch die Länder mit einem Außenhandelsüberschuss ein größeres Interesse an einer ausgeglichenen Außenhandelsbilanz haben, als es im bestehenden Geldsystem der Fall ist. Es kann nicht deutlich genug betont werden, dass ein ausgeglichener, gegenseitiger freier Handel die beste Grundlage für Frieden ist. Wenn wir alle über Warenströme miteinander verbunden sind und somit jeder Konflikt oder gar Krieg dazu führen würde, dass unser aller Wohlstand und unsere Lebensqualität sinken, ist das die beste Friedenssicherung, die es geben kann. Nicht militärische Stärke sichert den Frieden, sondern die Verbundenheit der Menschen miteinander und die Bereitschaft, sich freiwillig in eine gegenseitige Abhängigkeit zu begeben. Es wird unsere Aufgabe sein, zu zeigen, dass wir alle Menschen als gleichwertig ansehen und es an der Zeit ist, als Menschheit auch eine gemeinsame Währung zu verwenden. Das ist der Schluss für heute. Ich entlasse euch damit. Vielen Dank fürs Mitmachen und hat mich gefreut. Für den Freiraum gibt es ein Exemplar, was hier zum Lesen zur Verfügung steht, was auch hier im Freiraum möglichst verbleiben soll. Also wer eventuell dann hier unterwegs ist und öfter mal im Freiraum noch vorbeischaut, kann gerne dann einfach das Buch selber lesen. Danke.